In der letzten Folge. Ja, haben wir geträumt. Unwichtige Dinge. Oh Mann, Alter, vor allen Dingen sind wir, das ist jetzt 2 Wochen her ungefähr, ne? Weißt du noch irgendwas, außer dass ihr geträumt habt? Ja, wir haben halt, also, verschiedene Träume gehabt, von denen wir natürlich gegenseitig noch nichts wissen. Und die wir auch wieder relativ schnell verloren haben. Und wir sind eingezogen in die neue Wohnung. Wir haben einen sehr ruhigen Nachbarn mit einem sehr vielfräßigen Kind, die ein bisschen seltsam sind. Alles gut. Ziemlich. Ansonsten, ja, neue Wohnung, neues Glück, ne, würde ich sagen. Ich sag mal so, ich habe die Folgen offenbar Promenadologie und Rustikal genannt. Promenadologie, ich erinnere mich. Das war ein gutes Gespräch. Was? Promenadologie, wo ihr euch unterhalten habt über die Wissenschaft vom Spaziergang? Richtig. Und stimmt, da war nur noch Walli da. Und das war's im Wesentlichen. Ja, alles klar, muss auch nichts passieren. Ist ja alles scheiße hier. Viel Spaß und bleibt geil. Die Einzugsfeier, wo ihr dann noch die ganzen Leute einladet, wird ein bisschen später sein als dein Mutti-Besuch. Weil ja nicht alle immer Zeit haben. Mutti-Besuch. Was habe ich mit denen gemacht? Naja, ich meine, die kommen und gucken sich deine Wohnung an. Das ist mir schon klar. Und deine Mutter füllt vermutlich einen Kühlschrank. Die kommt mit ins Hoch. Ja, die geht mit dir zusammen mal schön in Edeka und füllt dir einen Kühlschrank. Das ist mir klar. Ausgezeichnet. So muss eine Mutti sein. Naja, würde dann halt quasi durch die Stadt mit dir tingeln. Mhm. Oh, guck mal hier, wer da ist. Wer wo ist? Oben. Ach so. Alter, ich dachte, das ist ingame. Ich hatte das Fenster nicht offen. was würde ich da machen? Gibt's da ein Zoo etc.? Also ich würde halt so Freizeitaktivitäten quasi... Zoo. Lass mich dir mal über den hallensischen Zoo was erzählen. Der hallensische Zoo ist der einzige Bergzoo Deutschlands. Kannst du dir vorstellen, warum? Weil es kacke ist. Ja, es ist, ich meine, hey, wir haben so einen relativ steilen Hügel. Lass da mal einen Zoo drauf bauen, da passen Elefanten ganz gut hin. Die passen da nicht hin, die haben da überhaupt keinen Platz. Ich baue da jetzt Elefantengehege. Das ist der hallensische Zoo. Ich meine, man kann sich trotzdem angucken. Klar. Hallo, da gibt's. Aber der ist halt ziemlich dumm prinzipiell. Da gibt's bestimmt Ziegen, weil Ziegen können überall stehen. Da gibt's auch wirklich Elefanten. Das ist auch nicht ein übelster Berg, es ist halt ein Hügel. Das ist in Mitteldeutschland, da passiert nicht viel. Jedenfalls dort nicht. Aber die Tiere sind schon ein bisschen eingepferchter, als das vielleicht sinnvoll wäre. Okay, ihr geht ins Zoo. Ja, zum Beispiel. Und guckt euch dann den Kram an, den man sich so anguckt. Man braucht ja durch die Altstadt latschen. Nee, man braucht ja so Freizeitaktivitäten, man muss ja denen auch was zeigen. Hier, guck mal hier, da wohne ich, da studiere ich. Ja. Yay. Halt die bloß dann nochmal schön in der Schnitzelwirtin. Schnitzelwirtin, alles klar. Am Abend des zweiten Besuchstags, wenn Mutti im Bett ist und du mit deiner Schwester noch vermutlich in deinem Zimmer irgendwie eine Serie geguckt habt, was man halt hier Game of Thrones oder was es halt nicht alles gibt. Wird die dann in der Mitte unterbrechen. Ich muss übrigens nicht gucken, wie sie heißt. Katrin. Ja, hab ich ja gewusst. Mhm. War die nicht mal älter? War da. Bin ich dumm? 99. Das heißt, ich kann mit ihr ein Bier trinken. Ja, genau. Genau. Passt. Naja, da trinkst du mit dir natürlich ein Bier. Währenddessen. Die ist ja jetzt fertig mit dem Abi, ne? Ja, genau. Ich bin nicht ganz falsch. Sag mal. Mal. Arschloch. die Eltern wollen unbedingt, dass ich dieses freiwillige ökologische Jahr mache. Yay. Was willst du? Naja, das nicht. Gut. Ich will nicht bei Jägerschorsch sitzen und keine Ahnung. Sag mal, du bist ja mein großer Bruder und hast die Pflicht,
Um dir zu helfen. Also musst du mir nur sagen, was. Mal mit denen zu reden. Prinzipiell läuft das so, ja. Machst du das mal? Das Problem ist nur, was soll ich denen denn sagen? Ich möchte das nicht. Buhu, dann kommt da nicht viel bei rum. Du musst mir schon sagen, oder du musst wissen, was du möchtest. Ja, klar weiß ich das. Was möchtest du denn? Irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien? Ja. Möchtest du vor der Kamera stehen oder hinter der Kamera oder möchtest du wieder am Computer sitzen oder was möchtest du tun? Ich möchte da einen Einblick kriegen und ich habe da schon fast ein Praktikum sicher und das wird sogar bezahlt. Ja, ja. Und das ist ja perfekt. Ja, und es ist in Berlin. Das ist also nicht ganz so nah dran. Okay. Ja. Jetzt verstehe ich dein Problem. Ja, und ich habe das schon mal so halb angebracht. Und da kam nur in der Richtung, ich soll was Ordentliches machen. Und das so in ist der was Richtung. Ordentlich. Damit kannst du nachher richtig Geld verdienen. Genau. Also vermutlich erstmal nicht, aber genau. Und wer muss, wenn wir irgendwann einen vernünftigen Ruf haben, müssen wir ja auch irgendjemanden haben, der eine Webseite macht, das machst dann du. Perfekt. Das ist doch schon mal die richtige Denkweise. Ich sehe, du verstehst mich. Genau. Ja. Bei wem ist das Praktikum? Sulfur Medien Co. KG. Ah ja, was machen die? Also, kenn ich nicht. Nee, weil man kennt nie irgendwas, weil du weißt schon, die machen hauptsächlich erstmal die nicht so ganz hochwertigen Animationen für Werbung und sowas und für Internet-Pop-Ups und all sowas. Und des Weiteren machen die Kurzclips auch für Internetwerbung hauptsächlich oder für die Informationsmüllanlagen in Straßenbahn und auf dem Bahnhof und so. Oh, okay. Wie bist du reingekommen? Backroom-Casting. Bitte was? Indem ich überall flehentlich mich beworben habe und ein bisschen was von dem so eine Art Portfolio mitgeschickt habe. Was denkst du denn? Okay. Und weil ich den einen getroffen habe. Also einen, der dort arbeitet vor allen Dingen. Ich habe ihn nicht gestalkt. Glück gehabt. Wie hast du es dir dann vorgestellt mit der Wohnung da hinten? Ja, WG, anders wird das ja eh nicht bezahlbar sein. Ja, das ist klar, aber... Na, ich suche mir da eine, hä? Okay. Ich werde ausgebeutet, aber ich meine, der Mindestlohn verhindert das Schlimmste. Gott sei Dank. Das klingt nach einem validen Plan. Traust du dir das denn zu? Wie lange dreht das Praktikum? Komplettes Jahr, oder? So, was war die Frage? Musst du kurz jemanden am Telefon abwürgen. Ja, ich hab's gehört. Wie lange geht das Praktikum? Komplettes Jahr, oder? Unbegrenzt. Also, ich meine, es ist erstmal nicht befristet. Aber dann... Warum machst du dann nicht gleich eine unbefristete Ausbildung? Also quasi eine befristete Ausbildung? Wo du danach fertig bist? Hab ich dir eigentlich mal mein Zeugnis gezeigt? Nein, ich kenne dein Zeugnis jetzt nicht. Deswegen. Außerdem will jeder Spacko das machen. Und mit einem Jahr oder mit einem halben, mit einem Dreivierteljahr Arbeitserfahrung hast du natürlich einfach mal mehr Chancen, irgendwo was zu kriegen. Das stimmt. So ist es. An Studien, da gibt es wahrscheinlich auch nicht. Ne? Auch da bessern sich die Chancen vor allen Dingen mit Wartejahr an. Ja, das stimmt. Ach, weiß ich nicht, ob ich das will. Na gut. Das klingt auf jeden Fall schon mal solide, würde ich mir behaupten. Das finde ich nämlich auch.
Da könnte so quasi, in dem Fall, in dem Bereich fällt ja auch Mediendesign und Kommunikationsdesign, eine quasi eine Präsentation dafür machen für unsere Eltern. Mit den Vor- und Nachteilen und so weiter und so fort. Und ich lege gut auf. Steht dir ins Gesicht geschrieben. Jetzt guck nicht so. Eine Präsentation für unsere Eltern. Ja, sicher. Damit die mal wissen, worüber du redest. Weil für die, du weißt doch, was der Bo nicht kennt, hat Preta nicht. Ja. Du musst denen schon mal sagen, hier, das ist cool, das kann man nicht machen und das ist wichtig für große Unternehmen. Ja. Nein. Nein. Ich mach da keine Präsentation. Naja, du musst dich ja schon irgendwie verkaufen, ein Verkaufsgespräch führen mit unseren Eltern. Hä, das ist ja quasi der. Wozu ist man aber 18? Hä? Ich muss denen das doch nicht präsentieren. Ich meine, ich rede da gerne mit denen drüber, sobald du von da die Wogen geklettet hast und und ich werde ihnen das erklären und ich werde ihnen zeigen, was ich abgegeben habe, wenn sie das wünschen. Aber ich präsentiere doch da nicht. Hallo? Ja, nein, du hast es ein bisschen falsch verstanden. Das ist eine kleine. Du musst nur wissen, was du denen sagst, was du machst, damit du denen das vernünftig Pros und Kontras ausarbeiten. Für die ganze Aktion. Damit, wenn die sagen, aber ich habe das und die Befürchtung, dann musst du sagen, ja, aber da habe ich was vorbereitet. Weißt du? Deren Befürchtung sofort verstreuen und umlenken auf coole Sachen, die du gut verkaufen kannst. Okay, das sehe ich ein. Siehst du? Das klingt doch vielleicht ganz anders. Ja, ist ja so eine Art Gesprächspräsentation. Sowas halt. Du musst natürlich keine Flipchart oder so machen. Kannst du natürlich auch machen. Ich glaube, das kommt ein bisschen over the top. Das dachte ich. Na, ich dachte halt, du willst, dass ich da im Blazer irgendwie vorm Beamer irgendwas da mit einem Zeigerstock oder mit einem Laserpointer da. Ja, yeah, du kannst dir Papa bestimmt vorstellen, wie er am Küchentisch sitzt und dir zuguckt. Genau deswegen habe ich ja auch mich gerade gefragt, was diese Stadt hier eigentlich mit dir gemacht hat. Aber offenbar meintest du das nicht. Ist klar. Ja. Das klang schon ziemlich dämlich. Na, wir müssen das einfach nur vernünftig hindrehen und dann passt das schon. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich finde das nämlich auch. Und du redest morgen mal mit Mutti. Das kriegen wir hin. Gut. Ich wollte morgen eh mal ein bisschen durch die Läden hier streifen. Ja, das kannst du ja vielleicht Sophie schnappen und dann mit ihr ein bisschen shoppen gehen oder so. Ich weiß nicht, ob die heute alleine mal gucken. Wusstest du, dass wenn man irgendwelche Klamotten in die Umkleide nimmt und dreimal drauf tritt und dann zur Kasse geht und sagt, das ist schon ein bisschen beschädigt, kann ich dafür Vergünstigungen haben, das meistens klappt? Du bist schon ein bisschen dreist. Aber pass auf, wir sind hier in einer etwas größeren Stadt, die sind da ein bisschen seltsam manchmal. Hey. Gerade bei denen klappt das auch bei den Ketten. Das stimmt allerdings. Ja. Das klappt umso besser, umso weniger die Leute sich mit ihrem Job identifizieren. Du bist ganz schön hinterlistig. Hey, ich bin geschickt, meinst du? Hattest du wenig Taschengeld als Kind? Hä, nein. Du bist doch auch mit Kapitalismus aufgewachsen. Du musst doch nur wissen, wie man mit dem umgeht. Ein, zwei nette Worte meistens reichen. Ich will sehen, wie du in den Laden gehst und mit netten Worten dein Hemd billiger kriegst. Kommt auf den Laden an. Okay. Wenn die sich nämlich gut mit ihrem Job identifizieren, dann geht das auch.
Ja, und wenn sie ein Herz haben, das so groß ist wie eine Melone. Ah. Auf jeden Fall werde ich morgen mal gucken, dann kannst du auf jeden Fall mal mit Mutti reden. Ja, das ist cool. Also ich bin da zuversichtlich. Was hat sie denn dazu gesagt? Ja, das kam nur so halb zur Sprache. Ich habe das erstmal. Ich hatte nur mal nebenbei die Fühler ausgestreckt und das war direkt. Und dann habe ich mir gedacht, fahre ich ja erstmal meinen Bruder. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was Mutter dazu sagt. Cool, danke. Immer wieder gern. Dafür musst du jetzt zum Kühlschrank ein neues Bier holen. Aber im Kühlschrank ist kein Bier mehr. Wieso? Wir haben 4 Flaschen getrunken, da müssen noch 2 Flaschen sein. Aber am Anfang des Abends, als wir gesagt haben, oh, die kriegen wir nicht mehr rein und wir tun die dann später rein, wenn wir die ersten ausgetrunken haben, haben wir daran gedacht, die nächsten reinzutun? Dann hol halt warmes Bier. Sehr gut. Husch, husch. Sehr gut. Ja, die wird dann noch Bier holen und so. Sehr gut. Da du schon 3 Bier getrunken hast, und dann mal kurz aufs Klo gehst, wenn du vom Klo zurückkommst, wirst du direkt mit der Eingangstür, die sich öffnet, zusammenstoßen, weil Sophie endlich mal nach Hause kommt. Ich hab keine Ahnung, wo die war. Au! Aber ich sag mal so, sie hat nicht besonders drauf geachtet, inwiefern ihre Kleidung durch Farbrückstände von und sie riecht auch nach hier PVC, nicht PVC. Wie heißt gleich? Das böse Gas. FCKW. Genau. FCPKW. Danach riecht sie nämlich. Schön. Au! So, hi! Da. Wir müssen irgendwie, das war knapp, quasi, gerade. Das war fast meine Nase gewesen. Das wäre niemandem aufgefallen. Na schon. Nee. Doch, ich würde dann bluten und das würde doof sein und, nee, ist ja nicht so schön. Okay. Hast Hallo, du einen schönen Abend gehabt? Ich habe sogar 2 schöne Tage gehabt. Entschuldigung, ich habe dir, glaube ich, eine Nachricht geschrieben. Ich hab dir zu vergessen. Oh, sorry. Ist nicht so schlimm. Ich dachte, du würdest vielleicht deine Ruhe haben, wenn deine Family da ist. Sind die jetzt eigentlich weg? War's cool? Nee, sie sind noch da. Das ist übrigens meine Schwester. Oh, hi, Schwester. Hi, ich bin Katrin. Ich meine natürlich, doch, Katrin, Gottes Willen. Katrin stimmt, ja. Hey, hey, hey. Hi. Und Muttern hat sich hingelegt und schläft. Ah, sturmfrei quasi. Sisi. Okay, sorry, ich wollte euch nicht stören. Alles easy, kein Problem. Katrin wollte morgen shoppen gehen. Was wolltest du morgen? Was habt ihr gesagt? Ich habe euch beide nicht verstanden. Ich habe ihr nur quasi gesagt, dass Katrin morgen shoppen gehen möchte. Ach, shoppen. So nach dem Motto, hier hast du Anschluss, viel Spaß. Ach so. Ja, Innenstadt, 20 Minuten Fußweg. Ja, ich habe ja schon ein bisschen was gesehen. Ich hätte einfach mal und diese komische Straße, die dann nach oben geht in Richtung von dem Leipziger Turm da gehen. Da war ja viel. Jo. Ja. Top. Na dann, Ist noch was? Nö, du stehst nur im Weg quasi. Ach so, dann gehe ich jetzt aus dem Weg. Sehr gut. Ich gehe aufs Klo. Das ist übrigens die erste Stadt, die ich gesehen habe, wo es einen Laden gibt für Unterwäsche für extra große Brüste. Nicht irgendwie einen Übergrößenladen, sondern einfach nur genau das. Gold.
Ja, wo das herkommt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich habe mich heute ein bisschen umgeguckt und da war eigentlich nicht so der Grund da. So. Hm. Vielleicht kommen die ja von extern, die Kunden. Das kann sein, wurdest du nicht auf Scroll? Ja. Darf ich durch. So. Wenn du mir jetzt noch was erzählst, bleibt das stehen. Das habe ich schon mehrfach ausprobiert und irgendwann rennt er, dann ist es lustig. So, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Dann haut er sich nur einen Kopf ein, dann bin ich wieder schuld. Dafür hatte doch die Lok, damit das nicht passiert. Hm. Gute Nacht. Gut. Er wird dann noch ein bisschen chillen. Und am nächsten Tag, wenn die irgendwie mittags loszieht, um auf Klamotten zu treten. Hast du ja Zeit mit deiner Mutti. Vermutlich werdet ihr euch, da ist immer noch recht sommerlich, ist auch mal in den Garten setzen können oder so. Ja, dann wird zusammen gekocht und dann wird sich im Garten gesetzt und gegessen, würde ich sagen. Hm. Mensch, aber David aus dem Garten könnte man eigentlich echt noch viel machen. Ihr könnt hier noch ein Beet hin und da drüben mal ein paar Blümchen. Da könntest du eigentlich mal dann irgendwann zur Schaufel greifen. Ja. Mal gucken, muss ich mal mit dem Vermieter absprechen, ob das vielleicht, ob man hier vielleicht ein Gemüsegärtchen oder so anlegt. Ach, was sollte denn da dagegen haben? Ich meine, jetzt ist es irgendwie dreckige Erde und ein paar Grasbüschel oder was. Also. Hm. Naja, mal gucken. Also es. Er ist auch gerne handwerklich hin und wieder mal. Er hat so kleine Seitenprojekte. Ziemlich cool. Ich sehe schon da drüben der halbe Stuhl. Mhm. Hm. Oder die halbe Kommode da. Tja. Er fängt halt Dinge an. Ich finde es aber ganz sympathisch eigentlich. Tja, ist ja in Ordnung. Aber ich meine, ist ja so viel Platz hier. Eben. Ja, ist auch schön, wenn man Hobbys hat, beziehungsweise man Dinge macht, die einem gefallen. Ja. Man sollte sich schon ein Hobby suchen, was einem auch gefällt. Ja, ja. Eben. Hm. Hast du wieder angefangen mit so einem, wie heißen diese kleinen Fahrräder? Gott, hab ich mir immer so gemacht. Mit so einem kleinen Fahrrad rumzufahren, wieder irgendwelchen. Du bist zu alt dafür, Mensch. Junge. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich habe mich nur mit Catherine unterhalten. Fand das eigentlich cool, dass sie schon so straight weiß, was sie will und wo sie hingeht und so weiter. Das ist echt eine coole Idee. Ja, so ein Bio-Bauernhof. Nicht zu verachten. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte ihre Idee. Ja, aber diese hat sich ja jetzt schon, also ich meine, die Bewerbung ist ja schon angenommen. Was hat sie denn für Ideen? Ein Praktikum, beziehungsweise dann späteren Ausbildung zur Mediendesignerin. Also Medien, in den Medienbereich. Ich dachte, also ich finde das spart geblieben. Finde ich super klasse. Das findest du super klasse? Mhm. Ja, aber wo will die denn so ein Praktikum kriegen? Wo will die denn mal später arbeiten? Ach, Arbeit findest du damit immer, zur Not im Internet. Oder machst dich halt selbstständig. Du kannst von zu Hause aus arbeiten. Richtig gut. Die haben so flexible Arbeitszeiten. Und das sind so kreative Köpfe, das ist immer faszinierend. Das ist aber Unfug. So viel Arbeitsplätze kannst du da gar nicht geben. Das muss doch irgendwann auch mal genug sein. Das macht doch jeder jetzt irgendwie. Also, so wie ich das bis dato mitgekriegt habe, ist das eigentlich eine sehr viel, also sehr erfolgsversprechende Branche. Wirklich? Mhm. Und vor allem hast du dann so viele Möglichkeiten. Also, du kannst halt entweder in Design gehen oder in Kommunikation oder in, ne, es ist halt, ach, du kannst so viel machen, Werbung oder diese ganze Sachen herstellen, quasi, also fürs Internet. Aber da kommst du doch nur mit Beziehung irgendwie rein, und hast du mal ihr Abi gesehen?
Ich bin nachträglich so stolz auf dich. So stolz. Naja, also anscheinend hat sie ja die Beziehung und das ausreichende Abi. Wieso anscheinend? Oh, hast du dir das noch gar nicht erzählt? Du, mein armer David, du denkst doch nicht. Du denkst doch nicht, dass du jetzt nicht alles abfangen sollst. Also, mit mir hat sie darüber gesprochen, dass sie dass sie sich das gut vorstellen kann, bei der Firma, wo sie gerade ihre Bewerbung hier geschickt hat, auch zu arbeiten kann. Und anscheinend haben die sich das auch gedacht, dass sie das können. Sich gut das gut vorstellen können. Also, Hut ab. Die Kleine ist echt tough, was das angeht. Wo hat die sich denn beworben? Also ich muss ja sagen, dass ich dir das nicht zugetraut hätte, ne, dass sie das selber macht und ne, straight ahead rausgeht und direkt einen Job kriegt. Ja, toll. Ja, ist super, ne? Gut, ist ein bisschen, sie muss ein bisschen weiter fahren, aber kann ja genauso wie ich in der WG wohnen. Ja, erstmal für den Anfang ist das alles super. Hamburg. Nee, ist schon ein bisschen weiter. Berlin. Oh Gott, das gleich ist. Gleich in die Hauptstadt. Kannst du dir deine Schwester in Berlin vorstellen? Die geht doch unter. Warum? Wenn die so tough ist und sich einen eigenen Job besorgt, da hinten, und ne, schon alles organisiert dafür, das ist so... Pff. Ja, aber wann hat sie das denn gemacht? Die war doch zu Hause. Die war doch nur beim Dorffest eigentlich, wenn die mal weg war. Weil man für ihre Branche gar nicht raus muss so viel. Sie kann das alles übers Internet, geregelt. Berlin! Und das ist das Geile daran. Was. Und Medien, also gerade ihre Branche ist ja über das Internet. Das ist halt so, bam, läuft. Die hat da die Leute kennengelernt, die hat das gemacht. Also ich bin echt stolz auf die. Also ich find cool. Aber will die denn wirklich in dieses gescheiterte Sozialexperiment ziehen da? Wieso gescheitertes Sozialexperiment? Ach, Berlin. Was sie da alles ist machen unsere hier. Die ist kommen unsere doch, Hauptstadt. Ja, die werden da als nächstes hier das bedingungslose Grundeinkommen noch einführen und wir bezahlen dann dafür. Für diese ganzen Schmarotzer dort. Da wird die, am Ende wird die auch noch so. Genauso wie alle für die Landwirtschaftsförderung zahlen, von denen wir unsere 2 Stellen finanziert haben. Ja, wir produzieren wenigstens was zu essen. Genau. Was machen die denn da? Rumsitzen und schlau daherreden, mit ihren Netbooks da in irgendeinem Kaffeeladen sitzen, überteuerten Bohnensaft da schlürfen und ihren Roman schreiben oder was? Manche von denen vielleicht, aber die bezahlen wir bestimmt auch nicht. Tja, kriegen die denn ihre Sozialhilfe her? Und ihren gratis Kita-Platz und noch? Können die mit doch mal zu Hause bleiben, sich mit ihren Kindern beschäftigen, dann werden die auch nicht so verzogen. Werden selbstständig und suchen ihren eigenen Weg. Ach, muss es denn Berlin? Es gibt auch andere schöne Städte. Natürlich, aber wenn sie da gerade... Also ich meine, das ist eine riesen Chance anscheinend. Ist es das, ja. Und ich für meinen Teil bin ja richtig stolz darauf, dass sie das alles in Eigenregie gemacht hat. Das zeigt auch mal, ne? Du hast einen guten Job gemacht anscheinend. Ja. Also, ich muss ja gestehen, ne, als ich in ihrem Alter war, da so vor 2-3 Jahren, ich wusste noch nicht genau, was ich wollte. Und, ne, also es ist halt, dass sie das alles so weiß, alles macht und straight ahead vorhin läuft, ist doch super. Ja, wenn du das sagst, ich meine, du kannst das bestimmt noch besser einschätzen, aber es klingt schon alles sehr... Ich glaube, du machst dir einfach zu viele Sorgen, dass die Kiddies alle das Haus verlassen. Ja, dann
Du musst ja auch bedenken, Berlin hat er gleich hier die höchste Terrorwarnstufe. Ach, jetzt auch die höchste so Sicherheit. Passiert? Es hat ja auch die höchste Sicherheit. Politiker wollen ja auch die höchste Sicherheit. Die höchste Sicherheit, was war denn da auf dem Weihnachtsmarkt? Verwirrter Einzeltäter halt. Ja, aber das ist ja am Ende egal. In Berlin ist es auch trotzdem viel wahrscheinlicher. Ja, das passiert. Das kann bei dir auch auf dem Schützenfest passieren. Nee. Wenn da also, einer von den gemobbten kleinen Jungs aus dem Schützenverein sich denkt, ich hab eine Waffe und geht dann mal ruhig. Ihr habt in dem Dorf mehr Waffen als in Berlin wahrscheinlich. Ja, du brauchst ja offenbar auch nur einen LKW. Und abgesehen davon gibt's doch viel mehr kleine gemobbte Kinder als bei uns, weil es einfach viel mehr Kinder gibt und und viel mehr Arbeit und viel mehr Arbeit in Berlin, sag mal jetzt. Und viel mehr Freunde. Albern. Arbeit in Berlin, das kannst du wirklich keinem erzählen. Na doch, schon. Also zum Beispiel Sophie, meine Mitbewohnerin, kommt aus London, also die kommt auch aus einer riesengroßen Stadt. Die ist ja groß geworden. Das ist ja nicht so, als wenn die Familien kaputt gehen da in dem Land, weil es eine große Stadt ist. So ist ja nicht. Hast du nicht gesagt, die ist eine Vollwaise? Ja, weil ihre Eltern über Land gefahren sind und einen Autounfall hatten, wenn ich das richtig hatte. Ach so, naja, gut. Ja, aber also du sagst, das ist auch, was sie dir gesagt hat, ist das eine robuste Sache? Es klang so wie, wie sie sich ausdrückte und so, ja, wie, ich meine allein schon das Strahlen in ihren Augen dabei. Also, das klingt solide. Ja gut, das Strahlen in ihre Augen, ich hoffe, dich hat ein bisschen was anderes überzeugt, dass er auch... Nein, also, ne, das ist halt, sie weiß, was sie will, sie weiß, was sie tut. Sie weiß, worauf sie sich da einlässt. Ist alles gut. Und wenn sie auf die Nase fällt, dann fällt sie auf die Nase. Ja, das sagst du so einfach. Ja, das ist mir doch auch passiert. Das ist dir passiert, das ist Papa passiert. Ja, aber da war immer jemand da. Genau, es war immer jemand da. Und du bist ja dann ganz alleine. Du bist doch, also ganz ehrlich, sie steigt in den Zug und dann ist sie bei dir. Alles gut, ihr seid da. Ja, das wissen wir doch. Wie viele Stunden denn? Wie lange braucht man denn da? Ein paar, nur 6 oder so. Setzt sich in Zug, wenn sie das am Freitag macht, dann ist ja schon das Wochenende oben, wenn sie da ist. Zur Not ist sie ja auch relativ schnell hier, also. Ach so. Ich bin ja in der Nähe. Ja, gut, das. Da könntest du dann auch ab und zu mal gucken gehen. Ja, eben. Ne, ich kann da ein Auge drauf haben, dann. Ja, na gut. Ich werde mich immer mit dir unterhalten und deinem Vater. Das habe ich drauf, darauf habe ich gehofft, dass du mit Papa redest. Du kannst ihn doch ein bisschen besser. Ja, na klar. Überreden, sag ich mal. Wir wissen ja beide, dass er ein bisschen. Ah, kennst ihn ja. Ja, der macht sich da natürlich auch Gedanken, dass. Und was er wohl nicht kennt, hat Fred da nicht. Ja, das auch. Siehst du? Ich guck mal. Und wenn sie da auch nochmal da. Also das. Ja. Ja, gut. Vielleicht finden wir ja sogar noch was ein bisschen woanders. Möglich, aber sie scheint da schon ja einen ganz soliden Job zu haben. Also. Sogar bezahlt. Also, nicht schlecht bezahlt. Schon. Ja, für sowas. Ja, gut. Wir gucken mal. Na guck. Hier, möchtest du noch ein bisschen Pasta? Gern, danke. Bitte. Ja,
Ich sag mal so, zum Glück wirst du bei den Folgegesprächen, die es da vermutlich noch mannigfaltig geben wird, erstmal nicht dabei sein müssen. Und du hast den Dank deiner Schwester sicher. Das kann man immer hier brauchen. Eben. Es reicht, wenn die nur 1,5 Kilometer weit weg wohnt und in Berlin ist. Das heißt, wenn ich mal in Berlin Party machen möchte, weiß ich, wo ich penne. Nice. Ja. Nachdem du, wenn du die Wohnung dann auch findest, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Das sollte ja nicht so schwierig sein, eine Wohnung in Berlin zu finden. Wir haben Navis. Ach stimmt, ja, ich vergesse immer, dass Smartphones eine Sache sind. Scheiße. Ja, okay, ergibt Sinn. Damit dürfte es wohl gehen. Sophie. Ich glaube, einen Tag später. Ist es soweit, und du kannst endlich langersehnt deinen ersten Besuch im Waschsalon machen. Ist das nicht toll? Ja, ich habe so lange hinausgezögert, wie ich konnte, aber nachdem ich alle Schlüpfer schon mal umgedreht habe und sie dann auch von der anderen Seite dreckig waren, muss ich doch mal langsam waschen. Wow, du bist ekelhaft. Ich weiß, das war auch nicht ganz wahr, aber das ist egal. Ekelhaft. Bah! Juli, das Ding ist nur 2 Straßen weiter. Und es ist Selingers Waschsalon. Der liegt ein bisschen, wie nennt man das? Niedrigparterre? Ich habe keine Ahnung, wenn das so ein Halbkeller ist. Der liegt halt auf jeden Fall... Superterre. Nee, das ist Französisch, so kann das nicht heißen. Der Keller liegt unterhalb des Straßen-Niveas. So, also der Salon. Er ist nicht wirklich mega groß. Natürlich hast du da auch den ganzen anderen Kram dabei, den man aber immer dabei hat. Also eine kleine Einfrau-Änderungsschneiderei, beziehungsweise dann natürlich einen Reinigungsservize. Er ist relativ gemütlich eingerichtet. Das heißt, du hast auch in hellen Brauntönen gehaltene Vorhänge, damit man nicht so den ganzen Straßenmist damit bekommt und von außen nicht reingucken kann. Ist ein Waschsalon, der eingerichtet ist? Was heißt eingerichtet? Du hast Sitzmöbel und das hast du ja tatsächlich in den meisten Waschsalons und da hat halt jemand drauf geachtet, dass du dich nicht auf einen harten Plastikstuhl setzt, sondern das ist halt ein Sofa. Du hast, was man von außen nicht so gut sieht, hast du halt einfach Vorhänge, damit das einen gemütlicheren Eindruck macht. Du hast keine Neonröhren, sondern anderes Lampenmaterial. Und dir entgegenkommt, wenn du da reingehst, eine etwas sehr, 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 sehr dicke Frau, die gut 1,5 Köpfe kleiner ist als du, vermutlich 1,40 mit geilen buschigen Augenbrauen und richtig tiefen Lachgrübchen, die sich durch die Waschmaschinengänge irgendwie durchwurstet und dich breit anlächelt. Herzlich willkommen, meine. Was kann ich, willst du Wäsche waschen, ja? Hi, ja. Du musst die Sophie sein, nicht? Mein Ruf eilt mir voraus. Ja, ich bin Sophie. Ja, mir wurde da gesagt, dass ihr beide eingezogen seid. Ich mach das ja schon für die ganzen Jungs und die junge Frau da schon so lange. Da wusste ich natürlich sofort Bescheid. Komm, setz dich erstmal hin. Möchtest du ein paar Kekse haben vielleicht, meine? Setz dich doch erstmal hin. Sie wird dich so halb aufs Sofa schieben. Sophie ist gerade überfordert. Dann nimmt sie dir dein Dings ab. Hier, den Wäschebeutel. Ja, den nämlich. Sind übrigens 2, nämlich Bettwäsche, die sie aufwaschen muss. Und Handtücher.
Toll! Also sie nimmt dir die zwei Sachen ab und deutet neben dich auf so einen kleinen Tisch. Da sind Kekse drauf, selbst ihr Backen offenbar. Sie sehen aus, als hätte sie 4 Pfund Butter genommen und 8 Pfund Liebe. Liebe. Nicht die Art von Liebe, okay? Ach, ich dachte, so eine Prise Salz braucht jeder Keks. So, dann guckt sie in deine Beutelchen rein. Ach, das ist ja gar nicht so viel, ne? Das ist ja nicht so schlimm. Ich mach das mal schnell, ja? Ich kann auch eben selbst, also... Möchtest du erstmal mit so einem Kakao und Kaffee Tee bestimmt, ne? Tee, du bist ja hier aus Dings. Ja. Und wie ist eigentlich so gerade im Königreich? Erzähl doch mal, sie geht in die offene Küche, die da offenbar hat. Ich meine, offene Küche ist ein bisschen übertrieben. Da gibt es eine Küche? Das ist ein bisschen übertrieben. Du hast quasi dort, wo die Kasse ist, da ist ja, die ist ja meistens auf dem Tresen, hast du daneben eine Kochplatte, also hast du 2 Kochplatten, so wie eine Art Campingkochplatte, so aber direkt als Feld, falls dir das was sagt, und einen Wasserkocher. Und das reicht natürlich, um verschiedene Sachen zu machen. Und so eine Art Mikrowellenofen. Also, ja, sie guckt sich erstmal um. Erinnert sich dann daran, dass die Frau ihr eine Frage gestellt hat. Earl Grey, ja? Ja. Mit Milch und Zucker? Ja. Dann wird sie das fix bereit machen. Und wie ist jetzt so im Königreich gerade? Ich war jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr da. Ach so, Aber zuletzt war es regnerisch. Ja, das hört man auch. Das hört man, meine. So, hier hast du erstmal deinen Tee, der zieht noch Milch, Zucker. Schön. So, jetzt gucke ich gleich nochmal rein. Ach, Bettwäsche. Das ist aber auch schöne Bettwäsche. Danke. Importprodukt. Ach, die hast du da gekauft, ja? Ja, von meinem Großvater. Huh. Die Uhr hast du bestimmt auch von dem, ne? Ja. Hängt die eigentlich um ihren Hals? Ja, die hat sie an der Kette um den Hals hängen. Okay. Hätten wir vielleicht mal in der ersten Folge erwähnen sollen. Stimmt. Da ist eine alte Taschenuhr. Erwähnt. Ja, da kennt man noch richtiges Handwerksmaterial dran. Der war direkt Uhrmacher, ja? Sieht man der Uhr das an? Ja, war er. Naja, ich habe ja gefragt, ob die von ihm ist. Und ich sehe schon, dass die von na, meine, jetzt fällt es mir fast gar nicht ein. Von jemandem aus deiner Familie gefertigt wurde, das sieht man ja. Woran? Man erkennt das am Stil und das ist doch kein Reinprodukt. Wenn Sie das sagen. Ja, doch. Ja, wie gesagt, die hat nicht mein Großvater gemacht, sondern sein Großvater, aber. Ist das so? Ja. Ich dachte, die hatte jetzt. Du greifst du mal da in. Da unter dem Sofa, ja? Das sind Sockenklammern. Die kannst du gleich mit nach Hause nehmen. Da kannst du das nächste Mal deine ganzen Socken in Paaren schon zusammen machen. Sind ganz viel drin. Nimmst ja einfach 2 Hände voll raus, ja? Ja, danke. Das macht's immer so viel einfacher dann. Die kann man auch beim Waschen ganz einfach drin lassen. Und dann spart man sich so viel Ärger. Sie meinen also, das verhindert, dass die Waschmaschinen meine Socken fressen? Nee, das kann keiner verhindern. Aber dann frisst sie in Paaren. Das ist schon viel besser. Dann immer die. Also irgendwann habe ich angefangen, die Socken dann verschiedenfarbig zu tragen. Ich habe aber darauf geachtet, dass die Farben zusammenpassen. Aber ich habe festgestellt, dass den Waschmaschinen rote Socken besser schmecken als grüne Socken. Bei den Trocknern ist es umgekehrt. Warum, weiß ich nicht. Ach, die alte Frieda hier, sie klopft auf eine Waschmaschine, die gerade läuft. Die meint, die roten, die schmecken nach
Rote Beete, und das mag sie einfach am liebsten. Rote Beete? Ja, die ist halt... Na, die ist ein herzhafter Typ, urig, und die tue ich auch nur so die Bettwäsche mit dem ganzen feinen Fummel und so, da will die auch nichts sehen. Da geht das nur alles kaputt, deswegen, ich mache das auch lieber alles selber hier, wenn man so viel Besuch habe, so Kundschaft habe ich ja auch gar nicht. Weil, wenn du jetzt hier gekommen wärst, dann hättest du in die Frieda irgendwie deine Unterwäsche mit die Jungfrau, mit den Tangas und so, das zerreißt die immer, und dann am Ende bleibt das noch stecken, das ist auch alles nix. Ich merke schon, das ist eher der Handtuchtyp, ja? Ja, Handtuch, Bettwäsche, dicke Pullover, so gerade selbst gestrickt, das geht auch immer ganz gut. Dicke Wintersocken, sowas kann man da alles reintun. Ja, Schlafsäcke, so. Herzhafter Typ, das macht Sinn. Ja, urig, oder die ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt, ne? Ja, ja, da lässt die Geschicklichkeit immer so ein bisschen nach, das ist das Feingefühl. Es ist auch einfach so, Sophie. Meine, du. Die hat natürlich. Sie kommen ein paar Schritte auf dich zu. Die hat natürlich schon jetzt einiges miterlebt. Generationen von Waschmaschinen, die dann kaputt gegangen sind, die ich nicht mehr in Gang gekriegt habe. Und natürlich hat die jetzt auch langsam Angst, dass sie vielleicht jetzt überflüssig wird. Natürlich sage ich da immer, dass das Quatsch ist. Und so weiter. Aber natürlich hat die irgendwie Angst, dass er einfach jetzt nicht mehr gebraucht wird, und dann wird die auch ein bisschen krantig einfach, ja. Ja, das verstehe ich. Wir brauchen ja immer noch was zu tun. Ja, man will sich auch einfach nicht überflüssig vorkommen dann. Ja, aber dafür gibt's ja Handtücher. Ja, genau, nee. Und auch so Jeans, wenn das hier nicht irgendwie, diese ganzen schon, also was gar nicht geht, sind halt auch Jeans, die man schon extra dann hier angeraut hat und so, damit das so toll aussieht, weil kaputtes Zeug will sie nicht. Wenn man kaputtes Zeug reintut, dann fühlt sie sich verarscht so. Und na, jetzt hier quasi arbeitsbeschaffungsmaßnahmenmäßig, und da geht gar nichts raus. Da springt die gar nicht erst an. Das kann ich nachvollziehen. Ich meine, hinterher wirft man ihr auch noch vor, dass sie es kaputt gemacht hat. Ja. Jetzt ist ja der ganz neue Trend. Zum Glück hast du nicht so eine Hose an. Der ganz neue Trend ist ja wirklich immer mit riesen Löchern drin. Da denke ich mir immer, oh, bitte lass mich das so flicken. Die geht doch immer weiter kaputt. Dann musst du dir nur noch schneller eine neue Hose kaufen. Das so langsam nimmt das ja vor, Mann. Das ist schon ganz schön. Das ist ja wirklich Quatsch auch. Versichere ihnen, meine Hosen sind alle auf natürliche Art und Weise kaputt gegangen. Du versicherst mir, die Martha, mein Nachname, bitte vergesse ich schon langsam selber. Niemand nennt mich Martha, ne? Okay. Hast du eigentlich gleich von dem David auch die Wäsche mitgebracht? Nee. Kannst du das nächste Mal ruhig machen? Die meisten fragen auch im Haus so rum, wenn sie gerade gehen, ob noch irgendwas ist, was sie mittragen können. Einfach damit nicht ständig jemand angerannt kommen muss, könnt ihr euch das ruhig aufteilen. Dann machen die anderen auch so. Ne? Kannst auch immer was mitgeben, das ist ja... Okay. Du musst nur darauf achten, dass du dann immer nicht die Einzige bist, die vor euch da gewohnt haben. Die waren dann am Ende halt immer für alle. Das ist natürlich auch doof. Du willst ja nicht immer die ganze Zeit bei der alten Martha sitzen und Kekse essen. Das ist ja auch Quatsch. Du hast ja auch noch was zu tun. Ich hab gehört, du machst ja Kunst, ne? Und wie lange schon? Anderthalb Jahre jetzt. Also an der Uni. Und wenn du fertig bist? Das werde ich dann sehen. Wenn ich immer alles vorausplanen würde, hätte ich ja keine Überraschungen mehr. Ach du, das mit den Überraschungen. Ich bin ja kein großer Freund von Überraschungen. Ich find's schön, wenn ich morgens
aufstehe und mich erstmal strecke. Finde ich es schön, dass ich weiß, was den Tag über passiert. Aber du bist ja auch noch jung. Da muss man auch noch ein paar Abenteuer erleben. Da hast du noch Zeit für. Stimmt. Vielleicht mache ich auch erst meine Weltreise, wenn ich fertig bin. Ich weiß es noch nicht. Eine Weltreise. Ja, das ist bestimmt auch toll. Sie ihrem so Work and Travel oder was? Ich weiß es noch nicht. Es war nur meine Idee, weil noch weiß ich nicht. Hab ja gehört, in Australien, da sind ja die Arbeitsbedingungen sind ja grauenhaft. Ich kann gar nicht verstehen, dass da jeder hin will. Furchtbar heiß, ständig irgendwelches kleines, giftiges Viehzeug, dann noch bei 70 Grad auf irgendeinem Feld stehen und irgendwas ernten. Und da wollen die alle hin und dann, das habe ich nie verstanden. Australien reizt mich ja gar nicht. Ich weiß es nur nicht. Ich habe nur überlegt, ob ich vielleicht einfach nochmal durch die Welt reise und möglicherweise in irgendwelchen Kunstwerkstätten vielleicht nochmal arbeite oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Ja, das klingt auch schön. Man muss sich auch mal was anderes angucken. Ja. Willst du eigentlich auch gleich alles gebügelt haben, ja? Sie guckt ein bisschen unsicher. Ach meine, das macht überhaupt keine Umstände. Das wollen die eigentlich alle. Das ist die... Hier gerade eure Nachbarn hier, ne? Der Hannes und der Felix, die haben am Anfang gesagt, ach, bügel, ich hab noch nie gebügelt. Das ist alles Quatsch. Aber... so eine ordentliche Falte in der Jeans und wenn das alles ein bisschen strammer sitzt und im Schrank sich schön hinlegen lässt, das schätzen die dann doch, da sagen die nicht nein. Muss ja dir auch gar nicht komisch vorkommen, ich mach das doch gern. Also ja, ne? Sicher, danke. Sehr schön. Und mit dem Roland kommst du klar, ne? Ja, wieso? Ja, das dachte ich mir, ja, man muss ja mal fragen, bist du da jetzt eingezogen? Die meisten wissen ja vorher da nicht, wie man dann mit der, wie man da mit jedem so zurechtkommt. Und aber ich habe mir gedacht, dass du reinkamst, na, die wird da bestimmt schon mit dem klarkommen. Ja, ganz gut. Na, das ist doch schön. Sophie isst einen Keks und trinkt ihren Tee. Sie wird... deine Wäsche waschen lassen und wird dann irgendwann, wenn sie merkt, dass du, was bis jetzt gedauert hat, minimal überfordert bist, erstmal von dir ablassen, wird die Musik einen kleinen Tucken lauter drehen. Es ist natürlich ja, vermutlich ist es der Schlager. Sophie hat ihren Block rausgeholt, den sie ja meistens irgendwie mit hat, und zeichnet diese alte Waschmaschine. Ich habe ihren Namen vergessen. Das ist jetzt echt peinlich. Frieda. Ich sollte mir das aufschreiben. Das hat bestimmt... ist das wichtig. Ja, sehr gut. Sie wird dann... Mit Brille. Sie wird währenddessen vermutlich irgendwelche kleinen Änderungen in der Schneiderei vornehmen. Und wenn das Ding fertig ist, dann wird das in Trockner geschmissen und hier büchelt. Da du ja gerade zeichnest und das Büchelbrett offenbar im Nebenraum ist, habe ich noch zwei Säcke mitgebracht. Also wird sie vermutlich 15 Minuten brauchen, bis sie alles hier bügelt hat. Ja, sagen wir mal 10. Was? Ultra Speed Turbo bügeln. Ja, vielleicht hat sie ja 75 libysche Flüchtlingsfrauen da hinten stehen und Männer, die einfach mal Turbo bügeln. Wer weiß es denn? Könnte sein. Die auch zusätzlich noch währenddessen in einem Hamsterrad stehen und für Strom sorgen.
Und ich dachte, die Waschmaschinen haben hinten alle ein Laufrad und da ist ein Waschbär drin, der irgendwie dieses Rad bedient und dabei die Trommel dreht. Übrigens wird Sophie genau das malen bei dieser alten Waschmaschine. Ein Waschbär? Ja, hinten in einem Laufrad, der dafür verantwortlich ist, dass die Trommel bedient wird. Blasphemie. Waschbären wurden von den weitaus überlegenen Nutrias ausgerottet. Das ist mir völlig egal. Okay, Waschbären passen in einen Waschsalon. Ja, dann ist es jetzt unrealistisch und kann ich so leider nicht zeichnen. Toll. Alles klar. So, Daddy hat recht. Auf jeden Fall wird sie dann fertig sein und da hat alles schön gestapelt in. Warte mal, du hast nur einen Sack mitgehabt, Alter. Sie gibt ja einen Wäschekorb mit, hallo? Und tu da halt noch 3-4 Hände dieser komischen Sockenklammern rein. Wow, das ging aber schnell. Was? Ah, nee, das war ja ein Klacks. Wenn man das jeden Tag macht, dann geht das ganz, ganz fix. Den Korb kannst du behalten. Cool, danke. Yeah, ist ja alles in Ordnung. Möchtest du noch einen Keks auf dem Weg? Nee, danke. Ich habe schon so viele Kekse gegessen. Wenn ich so weitermache, passe ich in meine Hose nicht mehr rein. Dann machst du einfach den Gürtel einmal enger. Guck dich doch mal an, du hast ja lange Seiten. Da geht schon noch was. Warte, ich mach dir da schnell was. Sie packt dir eine Keks, Aluminiumblech ist das, Blech-Keksdose. Wo für dich und David vermutlich ein reichlicher Kekszauber enthalten sein wird. Alles klar. Sophie lächelt sie dankbar an. Ja, sie wird dann einen Schritt auf dich zukommen. Etwas hilflos die zu kurz geratenen Arme hochheben und wieder fallen lassen und dann die Hand ausstrecken. Dann bist du zum nächsten Mal meine, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Sophie hat den Wäschekorb in der Hand und dreht sich dann um und geht. Gut. Das Waschmittel riecht übrigens nach, wie heißt das gleich? Lavendel. Zu dieser Frau passt Lavendel. Nein. Also ja, doch. Ich würde erstmal sagen, ja, passt es. Es riecht aber eher nach, wie heißt denn das? Nadelwald. Nach Fichte. Dezent, ja. Fichte wollte ich auch erst sagen, aber ich finde Nadelwald besser, weil ich nicht genau weiß, wie Fichte riecht. Wie Nadelwald. Ja, warte mal kurz. Das stimmt. Fichte riecht wie Nadelwald, aber nicht jeder Nadelwald riecht nach Fichte. Deswegen müssen wir da, weiß schon. Vielleicht riecht mein Nadelwald ja hauptsächlich nach fucking Lerche. Auf jeden Fall ist es ein Nadelwald. Oder nach Kiefer. Jetzt wirst du aber ein bisschen zu, also. Jetzt ganz exotisch. Nach Tanne. Afka? Sophie geht zurück, stellt die Keksdose auf den Küchentisch und sortiert die Wäsche in ihren Schrank. Nachdem die gute Dame sich schon so viel Mühe gemacht hat, gibt Sophie sich auch mal Mühe, die ordentlich wegzuräumen. Gut. Schön. Du weißt, dass du jetzt in jeder Jeans eine ordentlich zackige Falte hast, ne? Also nicht ganz so zackig, aber schon auf jeden Fall sichtbar. Ja, die geht beim Laufen auch wieder raus. Ich weiß. Bügeln. Das ist bestimmt eine von den Frauen, die auch Unterwäsche bügelt. Natürlich ist deine Unterwäsche gebügelt, hä? Was hast du anders erwartet? Gerade bei BHs ergibt das mehr als viel Sinn. Total. Ja. Aber ansonsten tatsächlich, ja, alles. Oh Mann. Okay.
So, ihr Hübschen, ich bin jetzt ein paar Minuten AFK, aber ihr habt eine Party zu planen. Für kommendes Wochenende, da werden die meisten da sein, die ihr vermutlich einladen wollt. Mhm. Sehr schön. Ah, da bist du ja wieder. Hi. Na, alles sauber? Wo hast du diesen Karton her? Den Wäschekorb her? Aus dem Waschsalon. Die Frau ist voll cool. Nicht okay. Nur, dass sie mich mit Keksen vollgestopft hat. Sie hat uns auch Kekse mitgegeben, die stehen auf dem Küchentisch. Und Socken, Klammern und Wäschekorb. Und wir mögen doch bitte beim nächsten Mal einfach die anderen fragen und direkt alles mitbringen. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht wir diejenigen sind, die immer alles zur Waschsalon bringen, weil die das wohl alle anderen im Haus auch so machen. Keine Ahnung, das hat sie zumindest erzählt. Okay. Du wirst dich gut mit ihr verstehen, da bin ich mir ganz sicher. Bestimmt. Ja, ja, die ist so wie du vom Typ her. Sympathisch. Das wusste ich, dass du das sagst. Genau. Also, alles easy. Das ging ja schon nicht schnell. Ja, die Frau versteht ihr Handwerk. Sehr sympathisch. Und Kekse schmecken auch geil. Ha, sehr gut. Ja, ich muss da sowieso nachher nochmal vorbei. Ich muss die aufwaschen. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich hätte deinen Kram tatsächlich mitnehmen können. Ja, ich habe gerade die beiden Mädels noch verabschiedet und bin nicht drüber nachgedacht, wie sie gestehen. Ah, und wie war's mit Mutti? Sie ist etwas aus allen Wolken gefallen, weil meine Schwester doch wohl nicht auf dem Hof helfen will, sondern eher was im Medienbereich machen möchte. Und da muss ich damit kurz mal ein bisschen vermitteln, als großer Bruder. Das passt natürlich nicht ins konservative Weltbild. Na, was der Bruder nicht geht, das frisst er nicht. Das ist halt so, die wissen nicht, was man damit machen kann, die wissen nicht, ob da ein Job ist, machen sie halt Sorgen. Was aber ich glaube, was tut er nicht? Was der Bur nicht frisst, was der Bur nicht kennt, das frisst er nicht. Also sprich, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Ah. So, und dann, ne? Das kann noch so lecker sein, das tut er nicht. Beziehungsweise halt, wenn er ihn kennt, dann möchte er das nicht auch haben. Ja, ich verstehe schon. Außer es sind Subventionen dran. Subventionen gehen immer. Das ist überall gleich. Richtig. Apropos Subventionen. Wir müssen, ich weiß nicht, wie das bei dir terminlich aussieht, aber zumindest bei mir würde nächstes Wochenende ganz gut passen, um die Einweihungsfete zu subventionieren, die wir versprochen haben. Mhm. Klingt auf jeden Fall passend. Da haben auch schon die meisten Leute von meinem Freundeskreis erzählt. Das klingt hervorragend. Dann würde ich sagen, schicken wir einfach mal ein paar runden Nachrichten. Und eben. Was stellen wir denen denn und was lassen wir die mitbringen? Weil ansonsten bringt jeder irgendeinen Scheiß mit. Wir halten das kommunistisch. Schnaps wird mitgebracht. Bier stellen wir in eine Kiste, wenn mehr will, dann. Ja, das muss man aber trotzdem irgendwie koordinieren, weil sonst bringen alle Frauen eine Flasche Wein mit, die kein Mensch trinkt. Und, keine Ahnung. Jeder bringt das mit, was er trinken möchte. Und dann wird geteilt. Außerdem finde ich, wir sollten mehr als eine Kiste Bier hinstellen. Das werden, glaube ich, ja, mehr Leute. Ja, oder zwei. Oder drei. Wir können auch Fässer kaufen. Dann kann ich zapfen oder so. Obwohl, wir brauchen eine Zapfanlage, da habe ich keinen Platz zu. Wir können im Garten. Wir könnten unten fragen, ob wir in den Garten gehen dürfen. Könnten wir unten den Papanagel aufbauen und ein Pavillon. Es soll doch gutes Wetter werden, dachte ich. Sicher, sicher. Können wir grillen. Genau. Das finde ich einen guten Plan. Alles klar. Also Bierfass, Zapfanlage. Na, Zapfanlage brauchen wir nicht. Ein Bierfass reicht ja. Da haust du einen Klöppel rein und dann ist gut. Du brauchst keine Zapfanlage. Du brauchst nur einen Zapfhahn, den kriegst du mitgeliefert. Ja, kommt auf das Bierfass an, ne?
50 Liter Fass, Getränkemarkt, kein Problem. Ja, beim 50 Liter Fass kriegst du aber deine, so immer eine Gasbuddel mit und dann kriegst du auch eine Zapfanlage. Achso, ich kenne die Variante, dass du nur das Fass anschlägst mit dem Zapfhahn quasi, den du einfach nur dran machst, aber das ist egal. Du musst es nur entsprechend hinlegen, damit es klappt, also hinstellen und dann unten halt und so, ne? Hm. Wo ist die Kurs? Wird schon, gibt eine Möglichkeit, Getränkemarkt macht sowas, kein Ding. Genau, das kriegen wir hin. Ja, ein 50 Liter Fass, das passt. Müssen wir nur fragen, ob das in Ordnung geht, den Innenhof dafür benutzen können. Ja, das können wir sonst auch in die Wohnung stellen, wenn das Wetter scheiße wird, das ist ja nicht groß. Ja, aber ich meine jetzt, ne? So na, wenn wir grillen können, unsere können wir grillen, das ist ja gut. Genau. Grillen. Jeder soll sein eigenes Fleisch mitbringen. Wir stellen die Kohle. Weil ich weiß nicht, was die Leute alles essen wollen und es wird auch einfach viel zu teuer. Fleisch ist teuer. Ja. Passt schon. Und dann machen wir einfach Bring and Share. Dann ist gut. Ja. Naja, wenn du so ein paar Kandidaten hast, von denen du weißt, die sollen Kartoffelsalat mitbringen, bring die Kartoffelsalat mit und dann sagt man den anderen keinen Kartoffelsalat. Ja, wenn die ich weiß jetzt gerade nicht, wer den besten Kartoffelsalat macht in der Stadt oder sonst. Das war nur ein Beispiel. Ja, ja. Der Nudelsalat von von Martin ist eigentlich ziemlich geil. Dann bringt er aber den Nudelsalat. Dann sag ihm das. Mach ich. Und Kevin bringt was anderes mit. Okay. Ja, dann verteile ich noch irgendwen an irgendwen Brot und Walli ist sowieso immer gut dabei mit irgendwelchen Kram machen. Die macht immer irgendwas, also passt schon. Ich sage ihr dann, was sie nicht machen soll, und dann ist sie glücklich. Sehr schön. Gut. Ja, dann sollen wir jetzt mal unten bei den Nachbarn klären, ob das für nächste Woche geht. Jo. Ich klingel da mal. Oder willst du mitkommen? Nö, muss ich nicht. Gut. Ich gehe runter zu unserem tollen Vermieter. Ja, du hörst von innen arrhythmisches Männerstöhnen und zwischendurch Sätze wie my fucking arm. Offenbar hört er Musik. Und wird dann auch wenig später öffnen. Jetzt, wo die Tür offen ist, schaltet sie das Ganze nochmal mit unglaublicher, bizarrer Leichtigkeit um die Ohren. Es ist gut, wenn dein Vermieter dir die Tür aufmacht und das Erste, was du hörst, ist I'm fucking coming! Ah! Okay. Jo, was geht? Hi. Wollten eine Einzugsparty schmeißen nächste Woche. Oder nicht so. Ich wollte nur fragen, ob wir dann im Innenhof grillen können und eventuell ja, Bier ausschenken, etc. So, dass eine Party halt werden können. Hä? Was willst du jetzt? Ich fragte nur, ob wir eine Party im Innenhof. Komm erstmal rein, Alter. Jo. Er geht rein, macht die Musik leise und lässt sich in seinen Sessel fallen. Es ist etwas unordentlich gerade. Das ist sonst dasselbe, was du bei was ich schon so viel gesagt hatte. Dann würde er sich seine Tüte wieder anzünden, in Zug nehmen und dir auch erstmal hinhalten. Oh, dann zieh ich doch erstmal dran. Alles easy. Und setz mich halt, ne, auf den Sofa oder so. So, was ist es jetzt genau gewesen? Wir wollten eine Party schmeißen mit unseren Freunden, dass wir hier eingezogen sind. Krass, cool. Und weiter? Jo.
Wir wollten eigentlich nur fragen, ob das in Ordnung geht. Habe ich euch das nicht gesagt? Ihr macht einen Zettel unten an die Tür, wann das ist. Und dann schreibt ihr hin, ob. Also eigentlich müsst ihr nur hinschreiben, wann. Und ob das kinderfreundlich ist. Und damit meine ich, wenn da Stripper kommen, müssen wir es nur vorher wissen. Und dann geht's ab. Hier wird nicht gefragt, ob ihr eine scheiß Party macht. Hier wird gesagt, wir machen eine Party, Alter. Also völlig behindert oder was? Das ist, war eine reine Höflichkeitssache. Außerdem wollte ich dich dann direkt in dem Zug wollte ich dich direkt einladen. Das ist voll lieb, muss aber nicht machen. Da ist ja ein Zettel und da ist dann immer jeder eingeladen. Außer unter Umständen das Kind. Aber Höflichkeit, Alter, Höflichkeit haben wir in dem Moment abgelegt, wo du unterschrieben hast. Da war der ganze Ranz geklärt. Ab jetzt nur hemmungslose Ehrlichkeit. Saufen, fressen, huren, was auch immer. Aber Höflichkeit ist out. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der Party oder so. Na klar, geiler Scheiß, machst du einen Zettel dran. Ich hab schon wieder vergessen, wann es war. Achso, und falls... es nicht kinderfreundlich ist, sag ich Bescheid. Na, schreib's einfach mit drauf, aber das... Habe ich vergessen, so real. War nicht wichtig. Gut. Ja, dann. Geiler Shit, Junge. Sehr schön. Und gutes Zeug. Ja. Gut. Ja, dann. Will ich auch gar nicht weiter stören. Du störst ja nicht, Alter. Sei alles in Ordnung. Chill. Wir haben doch gesagt, wir legen die Höflichkeit ab. Zur Strafe müsste ich dich eigentlich noch 10 Minuten hier behalten, aber ich bestrafe doch keinen. Das ist ja jetzt ein bisschen unangenehm. Das ist alles nicht so schlimm. Ich wäre schon. Du musst nur noch. Ja. Na, du musst nur noch das überwinden. Dass du denkst, ich bin ein Vermieter und nicht, ich bin irgend so ein Typ, der in seiner Bude sitzt und einfach ein bisschen vor sich hingammelt, Alter. Und wenn du das geschafft hast, dann tut das auch nicht mehr so weh im Anus vom Ganzen zusammenpressen, dann ist das alles cool. Alles klar, Mann. Wir wollen ja nicht, dass du einen Diamanten irgendwie drückst. Hau rein und mach einfach alles, Junge, alles. Überhaupt kein Ding. Das ist kein Problem, gut. Achso, warte. Da. Genau. Außen müsste der Schlüssel ja noch hängen. Du kannst, wenn ihr wollt, könnt ihr hier den Raum unter euch, der das Bällebad mal wird, der ist halt noch nicht fertig. Ihr könnt auch mit rein, wenn ihr wollt. Ihr müsstet nur, wo ihr den ganzen Kram, der da jetzt steht, den müsstet ihr halt irgendwie mal wegräumen. Ja, läuft. Super, dann haben wir noch einen weiteren Dancebar. Na klar. Easy. Was soll das nicht eine Sauna werden? Ach, Sauna ist doch voll behindert, Alter. Wer baut denn eine Sauna hier rein? Ach nee, warte mal, das wird überhaupt kein Bällebad. Das wird ein Massageraum. Oder das nämlich. Aber da ist auch noch nicht viel drin, das passt schon alles. Massageraum? Auch nicht schlecht. Da tun wir so ein paar Liegen rein und dann irgendwie in der Ecke, wo man sich rein... Das muss weicher sein als der Mutterbusen, verstehst du? Und da kannst du... So eine richtige Chillout einfach. Ja, genau. Geil. Da stehe ich drauf. Und natürlich einen Entspannungskaktus. Ein Entspannungskaktus. Ah, du hast es auch noch nicht verstanden, Mann, Alter. Das die beste Unterlage, wenn du irgendwie nicht schlafen willst, aber einfach so weich liegen willst wie jed und so schön, vor allem so schön liegen willst wie jed, ist ein Kaktus. Oder aber Kissen gefüllt mit Kaktus. Hey, ich das seh schon, wage ich seh zu schon, zweifeln. Ja, irgendwie. Ich sehe schon, du bist wie Sophie. Das wäre da. Irgendwann legt euch mal einen Kaktus und denkt, das ist der schönste Tag meines Lebens. Und dann wisst ihr, was abgeht. Alles klar, wenn du das Ding fertig hast, sag Bescheid. Dann lege ich mich in den Kaktus. Ich werde garantiert dieses Kind irgendwie anpflanzen dafür oder so.
Aber kriegen wir alles hin, meiner ist überhaupt kein Stress. Eben. Juti, dann sagen. Machen wir das so. Machen wir das so. Cool. Ja, ich tappe nach oben. Mach einen Zettel fertig. Ja. Ja, Sophie, es geht alles klar, wir müssen nur einen Zettel fertig machen. Wir kriegen allerdings keine Sauna mehr, wir kriegen jetzt einen Massageraum mit Liegekaktus. Ja, ja, das hat er mir irgendwie schon mal gesagt, als ich unten gesessen habe. Alles klar. Hast du das mit dem Liegekaktus verstanden? Er hat gesagt, das Entspannendste sei ein Fakir-Brett und ein Kaktus ist die natürliche Variante davon. Natürlich. Ist ein bisschen seltsam, Junge, aber easy. Wir dürfen ja, übrigens den noch nicht fertigen. Brennnesseln sollen auch gut sein gegen Rheuma, also. Ich habe keinen Rheuma und mich schon oft an Brennnesseln gestochen. Es muss irgendwas dran sein. Korrelation und Dings. Jaja. Entspannungskiffen. Funktioniert bestimmt auch gut. Ja, wir dürfen den Raum übrigens quasi mitnutzen. Wir müssen ihn nur ein bisschen umräumen, sodass wir da Platz haben. Nee, ja, ist an sich cool, aber wie viele Leute sollen denn kommen? 200? Keine Ahnung. Aber dann müssen wir die nicht hier oben in unsere Wohnung lassen. Natürlich lassen wir die Leute in unsere Wohnung. Das ist eine Einweihungsfete, Mann. Nein, ich meine, dann, ne, wenn, also haben wir da den Dancefloor, unten wird gegrillt, unten wird das gemacht. Haben wir es, so verschiedene. Es ist eine Einweihungsfete. Das heißt, es werden irgendwie genug Leute kommen, weil immer jemand noch jemanden mitbringt und der dann nochmal jemanden mitbringt. Und also ich meine, ich selbst bin auch schon auf diversen WG-Partys gewesen, wo ich die Leute nicht kannte, wo ich war. So ähnlich wird das jetzt hier auch ablaufen. Das heißt, dass wir morgen wahrscheinlich irgendwie knietief im Schnodder rumrennen werden, aber das ist, nicht morgen, ich meine nächste Woche, aber das ist okay, weil das da einfach zugehört. Eben. Und es werden wahrscheinlich irgendwelche Leute auf diesem alten Sofa pennen, die wir noch nie vorher gesehen haben, aber das ist in Ordnung. Und du wirst vermutlich neben irgendwem aufwachen, den du noch nie vorher gesehen hast, aber auch das ist in Ordnung, denn dann kann ich dich am nächsten Morgen auslachen. Völlig normal für dich. Ja, siehste? Das ist deine Aufgabe, mich zum Lachen zu bringen. Und es wird dir gelingen. Ich sehe es in deinen Augen. Denn sie sind groß. Bestimmt. Und ich kann mich darin sehen. Lachen sehen. Schön. Es freut mich. War was ganz anderes. Ihr wohnt ja jetzt da schon ein bisschen über eine Woche. Und naja. In der Nacht oder nach der Nacht, wo ihr das erste Mal dort gepennt habt, war es für euch überhaupt kein Stress mehr. Und das klingt jetzt bestimmt dumm, eure Butze zu finden. Das war ja vorher nicht so ganz einfach. Und für alle, die jemals euch besucht haben und den Postboten, ist es das immer noch nicht. Habt ihr dafür schon irgendwas überlegt? Also, ich finde meine Wohnung super einfach. Keine Ahnung, warum die Leute das nicht. Ich setze mich einfach auf den Bordstein draußen hin. Ich habe immer Gesellschaft. Und den ganzen Abend was zu tun. Das stimmt, und wirst jeden Menschen kennenlernen. Ich werde jeden Einzelnen, der meine Wohnung betritt, kennenlernen. Das ist eine sehr solide Planung. Also, wir müssen uns zwischendurch abwechseln. Ja, aber ich bin ja wahrscheinlich die ganze Zeit, also mehr oder weniger die meiste Zeit dann quasi am Bier beziehungsweise am Grill. Und so. Hä? Ah, Bier können sich die Leute selbst nehmen. Dafür gibt es diesen Hahn, den dreht man auf und dann kommt Bier raus.
Und grillen können die Leute auch selbst, denn das Feuer wird irgendwann brennen, weil irgendwer ist immer dazu in der Lage, ein Feuer anzumachen. Dann legt man das Zeug drauf und das wird auch von alleine fertig. Und wenn sie dann Hunger haben, nehmen sie es wieder runter. Es gibt auf jeder Fete immer mindestens 10, die sich darum reißen, den Grillmaster zu spielen. Und einer von denen wird es dann werden, nämlich der, der am wenigsten betrunken ist. Und genauso läuft's mit dem Bier. Irgendwer steht dann immer daneben, neben dem Ding, und du musst dich dann durch das Grüppchen, was gar nicht mehr vom Bierfass weggeht, durchschälen, weil das nämlich diejenigen sind, die am Labern sind, bis sie so betrunken sind, dass sie neben dem Bierfass liegen. Na gut, vielleicht. Und ganz spät, wenn sie dann richtig betrunken sind und albern werden, wird sich einer unter das Bierfass drunter legen und der nächste wird es kippen, damit noch genug rauskommt und den Hahn öffnen und dem Typen, der da drunter liegt, direkt in den Mund laufen lassen. Ich mach sowas. Das werden sie hoffentlich im Garten tun. Ja, hoffentlich. Weil sonst wird das ein bisschen. Ah, egal, ist auch irgendwer schon hin. Siehste, Beauty. ums Grillen und Zapfen musst du dir keine Sorgen machen. Das sind alles Dinge, die die Leute alleine können. Ja, das ist wie mit einer, die groß werden. Die werden auch alleine groß, aber das ist ja schon ein Musst die Qualitätsunterschied. Kontrolle auch mal abgeben, David. Das hat nichts mit Kontrolle zu tun. Das hat einfach, das ist ein zentraler Anlaufpunkt, da kann man sich viel unterhalten, das ist gut. Jeder kommt mal vorbei, grillt, jeder kommt mal vorbei, trinkt ein Bier. Und beim Grill ist man da sowieso gezwungen, da stehen zu bleiben und zu grillen, weil man will ja was essen, was auch gerade auf den Tisch kam. Easy. Das ist so der zentrale Punkt einer Party, wo gegrillt und getrunken wird. Immer an der Quelle. Tja. Passt schon. Wir kriegen das schon direkt. Deswegen brauchen wir auch keinen verkackten Pavillon. Naja, wir haben ja sowieso einen Freundeskreis, so ist ja nicht. Hey, ja, Madi. wofür denn? Das ist aber nur Arbeit, den aufzubauen. Du brauchst den doch nicht. Das ist eine 2-Minuten-Arbeit. Und wenn es dann anfängt zu regnen, muss man nicht alles Es umräumen. wird nicht regnen. Das weißt du nicht? Das sind 2 Wochen. Shut the fuck up. Es wird nicht regnen. Und was, wenn doch? Dann haben wir eine Wohnung. Kommt So Zeug halt ein. in die Pfanne oder in den Ofen. Nee, nee. Wir machen einfach den Pavillon hin, was gut ist. Ist ja kein Aufwand. Ja, den baust du dann auf. Ja, kein Problem. Ein Pavillon aufbauen dauert 2 Minuten. Und wenn es regnet, können wir übrigens auch nicht grillen, davon mal abgesehen, ne? Doch. Der Wenn der. Grillmeister steht unter dem Pavillon, der Grill Willst steht. du die große Feuerstelle unter dem Pavillon machen? Nee, wir nehmen einfach einen Grill. Ja gut, auf dem Dachboden stehen ja noch welche. Eben. So, und den stellen wir einfach Ah daneben. ja, du machst das schon, eigentlich egal. Es gibt genug irgendwo, was man essen kann. Genau. Wir haben 24 Stunden, Edeka. Auch das ist ein sehr guter Plan. Da wir das am Samstag machen, hat er sogar offen. Sehr gut. Okay. Dann du hast doch hier bestimmt irgendwo einen Zettel. Da ist ein Zettel, da ist ein Stift. Machen wir das schön bunt. Party. Wann ist das? Gib mir das Datum bitte. Wann haben wir das? 24.8. 24.8. Und Bring and Share. Sind alle eingeladen. Wird laut. Da klingt doch gut. Da kommt jetzt an die Tür. Okay. Ich papp da dieses tolle Zettelchen an die Eingangstür. Gut. Natürlich von innen. Ne? Ergibt Sinn. Ja. Und dann geht quasi eine WhatsApp an alle Leute da raus, hier von wegen Grillen bei mir, Einweihungsfeier, komm vorbei.
ne? Facebook Party, achso. Nee, bei Facebook wird das nicht reingestellt, aber per WhatsApp an die Adressliste. Genau. Achso. An die Freunde halt. Und näheren Bekannten. Und die drücken dann alle auf Weiterleiten an ihre Adressliste, ja. Das kann durchaus passieren, ja. Martin soll auf jeden Fall sich den, soll seinen geilen Nudelsalat machen. Was soll er Bottich, machen? Seinen geilen Nudelsalat. Er macht den besten Nudelsalat der Welt. Hm. Und Kevin, der soll halt Sachen mitbringen. Schminker 2D. Hm. Habt ihr noch keinen Code? Sowas wie Turnschuhe? Warum? Keine Ahnung, weil ich nur Leute kenne, die dann SMS verschickt haben mit bring deine Turnschuhe mit und dann hieß das, dass er halt Gras mitbringen soll. Scheiß es drauf. Das ist ja auch okay. Ich frage ja nur, weil nee, ich es lustig fand. Es gibt keinen Code. Was soll schon passieren? Wollen die uns etwa festnehmen wegen Gras? Dich nicht, aber den Verteiler. Du müsstest höchstens mit auf die Wache und dir eventuell was anhören und dann verpisst du dich wieder oder zahlst irgendwie 20 Euro Strafe, aber der Verteiler, Junge. Juti, ihr ladet Leute ein, ihr habt Sachen vorbereitet, ihr kauft ein. Die Woche geht rum. Glücklicherweise. Am 23. ist gutes Wetter. Etwas schwül. Aber es hält sich alles in Grenzen. Der Wetterbericht sagt, wird sehr, sehr geil morgen. Punkt. Als es umschlägt von 23 und 59 und 59 Sekunden auf 0. Platzregen. Der beste. Der ist auch langanhaltend. Der wird sich dann zwar eher zu einem Niesel umwandeln. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Menge, die ganze Nacht runterkommt. Und wenn ihr irgendwann dann am Vormittag aus euren Betten fallt, also diesmal tatsächlich nicht wortwörtlich, es wäre gefährlich, dann ist das auch immer noch so. Der Boden des Gartens ist jetzt, ich sag mal nicht direkt schlammig, aber schlammig. Sehr gut, ausgezeichnet. Gut, dass ich ein Pavillon organisiere. Der Boden ist schlammig, Alter. Und? Na, ich sag mal so, wenn das den ganzen Zeit so weiterregnet, wird der Pavillon das vermutlich gar nicht halten. Dann ist das ja kein Nieselregen mehr, das ist ja wirklich schon Ozon. Na, wenn du die ganze Zeit Nieselregen hast und das die ganze Zeit weitergeht und es sieht so aus, als wäre es die ganze Zeit. Fass bleibt in der Wohnung, gegrillt wird nicht, Punkt. Was? Es wird einfach draußen gegrillt mit einem Pavillon. Ja, das hält. Was soll schon schief gehen? Ja, ich rufe Martin an, morgens irgendwann so. Na ja, gut. So um 10, 11. Alter, scheiß Wetter. Jo, er schreibt so. Ah nee, du rufst ihn an, hast du gesagt, ne? Mhm. Ach, Alter, ja, auf jeden Fall. Zum Glück macht ihr das erst morgen. Nee, heute? Wie heute? Nee, morgen macht ihr das. 25.8. 24.8. Hey, nein, wir hatten das doch so geplant, dass ich meinen Pavillon zurückkriege von Juri. Martin. Heute Abend und ich dann deswegen morgen bei euch direkt aufbauen kann. Deswegen gehe ich ja heute noch Sachen für Nudelsalat kaufen. Martin. Wer macht auf einem Sonntag eine Einweihungsfeier? Du meinst, weil so viele Leute kommen, die Montag arbeiten müssen, oder was? Mhm. Hä? Seit wann das? Gefeiert wird immer samstags. Nein, es sind doch keine Prüfungen mehr für fast alle außer Juristen und das sind keine Menschen, also sind sie nicht eingeladen. Also, hä? Nee, ist doch morgen erst. Ich suche jetzt diese scheiß Nachricht von ihr raus. Mhm, mach das mal.
Dann sage ich dir das, warte. Ach du, ach so, naja, heute ist das. Ja, ja, durchaus. Ich krieg meinen Pavillon heute 19 Uhr zurück. Ja, um 20 Uhr geht die Party los. Läuft. Ja, easy. Bringst halt vorbei. Da bin ich bestimmt 21 Uhr da. Easy. Sollte kein Problem sein. Lässt ihn einfach hier hinliefern. Von wer hat den jetzt? Juri, ja, aber ich glaube nicht, dass das geht. Der fährt doch direkt weiter. Nee, da muss ich erst nach Köthen. Ja, wieso? Das ist kein großer Umweg. Schreib dir mal an. Von Köthen? Hey, wie sollen die das machen? Das wird nix. Ah, frag ihn doch mal einfach. Kann ich machen. Ich ruf dich zurück, ja. Super, prima, danke. Piep. Martin. Und dann habe ich Martin was aufgetragen. Yeah. Warum hat Martin eigentlich den Pavillon? Das war die dümmste Idee ever. Was sein Neues, hä? Ja, ja. Schön. Ja. Es regnet. Regen ist doof. Nee, ich, das macht die. Wenigstens ist es damit nicht mehr so warm wie am Vortag. Ist doch auch schön. Das ist richtig. Ich könnte quasi. Nee, ich habe aber keine Plane. Verdammt. Weil bei so einem Innenhof kann man perfekt Planen spannen eigentlich. Siehst du, Sophie sitzt total entspannt in ihrem Zimmer, hat das Fenster offen, hat sich in ihren Sitzsack gefläzt. Hat den kleinen Block auf den Knien, ist total entspannt. Ja. Während Sir William auf ihrer Stuhllehne sitzt und mit einem Bällchen spielt, das er sich von irgendwo geklaut hat. Auf ihrem Schreibtisch. Komisch, so ein Bällchen hast du schon mal bei irgendeinem Vermieter gesehen. Könnte sein, dass er es von dem geklaut hat. Hm. Hm, sieht schlecht aus. Martin hat den Tag irgendwie versaut, wie immer. Der Pavillon kommt eventuell zu spät. Naja, dann stellen wir das Bierfass hier in der Wohnung oder unten drunter, aber wahrscheinlich eh hier in der Wohnung auf. Ich werde mich nicht auf den Bordstein setzen. Das heißt, es kommen wahrscheinlich nicht so viele Leute und es wird eine entspannte Angelegenheit. Und wenn doch irgendwer Grillzeug mitnehmen sollte, dann hauen wir es halt in den Ofen oder in die Pfanne und essen kann man es dann trotzdem. Hm. Und spätestens, wenn das halbe Fass getrunken ist, von wesentlich weniger Leuten, als wir dachten, das kommen, haben wir alle Hunger. Und da ist es scheißegal, ob das Zeug auf dem Grill lag oder nicht. Hm. Easy. Oder wir legen einen Weg aus Knicklichtern, damit die Leute den Weg ins Haus finden, was ich übrigens auch sehr witzig finde. Ich glaube, das mache ich. Ich besorge Knicklichter. Ich überlege gerade, ob ich eine große Plane besorge und die einfach unten aufspanne. Weiß ich nicht. Ich gehe Knicklichter besorgen. Bis später. Ja, wenn du da bist und Knicklichter besorgst, guck mal nach, ob du eine 10 mal 10 Meter große Plane finde. Und Dübel und Bänder zum Abspannen. Bis später. Jo, bis später. See you later, Alligator. See you soon, Honeymoon. Mm. Mm. Sweet. Sie geht. Aha. Ich nehme an, du willst Knieflichter in sowas wie den McGuides besorgen? Ja.
Hast du in einem McGuides schon mal eine 7x10 Meter Plane gesehen? Nö. Ich auch nicht. Sie besorgt trotzdem ärgerlich ganz, ganz viele Knicklichter. Easy. Hast du? Okay. David, du wirst zwischendurch von Martin angerufen. Mhm. Ey, übel gut. Da ja Samstag ist, kann ich auf jeden Fall noch rechtzeitig alles für den Nudelsalat einkaufen. Aber der Pavillon. Ich will von keinem Pavillon. Mhm, ist klar. Also gegen 22 Uhr würde ich mit einem Pavillon da sein oder pünktlich, vielleicht sogar vorpünktlich zum Helfen ohne. Also sprich, du kommst um 22 Uhr ohne. Hehehe. Ich kenne dich doch. Aber vielleicht mit einer Dose Fleischsalat. Oh Mann. Ich verlasse mich auf dich, okay? Oh, und welche Variante willst du denn jetzt? Möchtest du grillen? Keine Ahnung. Nee. Weil ohne Pavillon kein Grillen. Ergibt Sinn, aber keine Ahnung. Ist Ende August. Ich habe genug gegrillt. Was ist los mit dir? Man kann nicht genug gegrillt haben. Hey, klar. Letztes Mal gegrillt wieder am 31.12. und erste Mal gegrillt wieder am 1.1. Ja. Dazwischen ist die Grillsaison. Sicher, aber ja. Sieben Bier sind halt auch ein Schnitzel und das reicht mir. Na gut. Dann kommen wir mit zum Helfen aufbauen. Wir müssen das Fass aufbauen und so. Und eigentlich können wir dann schon Bier trinken. So 19:30 oder was? Ja, da passt schon. Mann, Alter, dass du so zeitig anfängst, ist halt echt krass. Jo, bin ich da. Top. Würde ich sagen, bis später. Bis später. Ihr bereitet ein bisschen vor. Martin wird tatsächlich vermutlich der Erste sein, der kommt. Oh. Er ist sogar schon 19.15 Uhr da. Ja, ja. Guck noch mal kurz auf die Uhr. Mit Nudelsalat. Findet er die Wege in die Wohnung? Er steht direkt vor eurer Haustür, als er klingelt. Wahnsinn. Dann, öffne ich ihm die Tür. Moin! Moin, du hier. Um diese Uhrzeit. Und nicht erst um 22 Uhr. Ey, was soll denn das jetzt, dass du mich immer so hinstellst vor allen? Ich muss mich ja schon schämen. Hier hast du deinen Salat. Sehr cool. Und in meinem Rucksack habe ich noch ein paar Bier mitgebracht, weil Bier ja nie reicht, weil jetzt jeder vermutlich nur noch Wein und Schnaps mitbringt. Ja, warum auch nicht? Naja, weil jeder immer eine Flasche Wein oder eine Flasche Schnaps mitbringt, damit er nicht so viel zu schleppen hat und dann der ganze Scheiß immer da ist und das Bier leer nach einer Stunde. Deswegen habe ich vorgesorgt. Ich bin so vorbildlich. Hi Sophie. Deswegen trinkt man ja auch einfach mehr Schnaps. Guck mal hier, der Nudelsalat wäre schon da und die helfende Hand, die hier, warte, dieses Fass müssen wir noch eine Etage tiefer in den Partyraum bringen. Das können wir doch auch hier oben lassen, dann müssen wir ja weiter laufen. Willst du echt aufteilen? Nee, will ich nicht, deswegen bleibt ja alles hier oben. Achso, okay. Wie viele Leute sollen denn überhaupt kommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na, jetzt wo nicht gegrillt wird, kommen die bestimmt später und ja. Eben. Ja, lass uns das ja erstmal hier hinstellen. Wenn ihr noch einen Raum habt, dann können da ja dann die ganzen Schnapsleichen rein. Zwischenzimmer. Eben. Ist das so geplant in dem Zwischenzimmer, dass da teuer aussehende oder zumindest aufwendig aussehende Bilder sind mit was auch immer, die dann kaputt gehen sollen im Laufe der Nacht? Die gehen schon nicht kaputt. Achso.
Hübsch. Krasses Party-Feeling geben die so. Ich meine, die sind ein bisschen deprimierend anzugucken, aber sonst ist cool. Warum? Die haben so eine entmutigende Stimmung, außer das da. Das macht mir einfach nur Angst. Was ist das da? Er deutet auf deine Einhorn-Imagination. Ein Einhorn? Wow. Hatten wir einen edgy Tag? Wir hatten einen ganz wunderbaren Tag. Okay. Ich meine, das ist warum auf jeden Fall... Ja. Warum hast du vor Einhörnern Angst? Sieben sind seltsam. Würdest du das überhaupt als Einhorn erkennen? Ich habe das einfach nur als höchst unangenehmes Ding erkannt. Auf dem Bild hat sie kein Einhorn direkt gemalt. Ich weiß. Okay. Das sieht man doch ganz klar, ist das ein Einhorn. Ja, na klar. Ich kann auch mal meinen Penis rausholen, dann sage ich, guck mal, sieht man ganz klar, das ist... Bist du ein Einhorn? Das ist ein Rüssel von einem Elefanten. Ich glaube nicht. Siehste? Und ich glaube auch nicht, dass das ein Einhorn ist. Ihr verulgt mich doch mal so. Hier habt ihr doch mal einen Tisch. Bier, schön. Bier, sehr gut. Möchtest du das kalt stellen? Im Kühlschrank ist bei ein bisschen Platz. Ja, klar. Sehr gut. Habt ihr den eigentlich leer gemacht? Naja, bis auf die Fassalien, die wir für heute und morgen brauchen. Okay. Ah, schön. Das ist endlich mal eine Wohnung, wo ich nicht denke, wenn ich jetzt vielleicht zu viel trinke und dann über jemandes Füße stolpere, dann reiße ich den Mahagonitisch ein. Wisst ihr, was euch fehlt? Euch fehlt ein Fliesentisch. Klar. Genau diesen Raum hier. Ich zusammen mit dem Sperrmüllsofa, ich glaube, das passt. Ich besorge euch auf jeden Fall einen Fliesentisch. Ist ja nur original Fliesentisch, wenn er eine ungerade Anzahl an Fliesen hat, ne? Jo. Aha. So. Das ist dann das Original. Apparently. Da erkennst du immer die ganzen Blender beim Hartz IV TV. Daran erkennst du. Die echten Assis. Die haben eine ungerade Anzahl. Okay. Das ist übrigens eine coole Idee mit den Knicklichtern und den... Was waren das andere? Habt ihr da irgendwie Dings? Bums? Was? Na, das sind ja erst Knicklichter irgendwie an Zäunen und so ein Mist. Ja. Dann habt ihr ja hier irgendwie... Habt ihr da Glühwürmchen in... Ist mir jetzt das aufgefallen? Habt ihr da Glühwürmchen in Gläser getan? Ich hab den ganzen gestrigen Abend im Garten verbracht, um sie zu fangen. Ist das nicht irgendwie... Luftlöcher reingemacht? Cool. Ich meine, ich hab ja nichts gegen... Ich mein, mir ist es ja egal, Insekten interessieren mich meistens nicht so, aber... Das war ein Witz, Martin. Keine Ahnung. Vielleicht hat irgendwie... Vielleicht hat Roland da noch irgendeinen Kram gemacht. Der hat irgendwie immer ziemlich freakigen Stuff. Er geht ans Fenster des Zwischenzimmers und guckt raus. Regen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Idee gewesen. Naja, nach dem 5. Anruf, wo muss ich denn jetzt klingeln? War das irgendwie sinnvoll? Achso, ich dachte, das ist ja so eine Stimmungssache. Nö, das war... Die Leute sind einfach nur zu blöd, um hierher zu finden, also. Ja. Also, David, wusstest du, dass heute Gerd kommt? Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber cool. Nee, du hast es noch nicht ganz verstanden, was ich damit meine. Seine Ische ist nicht dabei. So... Is it? Du meinst, man kann sogar mal mit ihm reden. Ach. So
is it. Wahnsinn. Er kommt vorbei und... So gut. Wie hat er das denn geschafft? Vielleicht habe ich, als ich ihn vor ihr zu dieser ganzen Sache, Dings, weil sein Handy gerade und so weiter, wisst ihr, ne, geklaut. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, dass es ein Männerabend ist. Und keine Einweihungsfeier. Und hat Nobler? Sie gesagt, dass sie einen Frauenabend macht. Und dann habe ich mich dann irgendwann vor ihm berichtigt und habe es ihm selbst überlassen, ob er diese Berichtigung auch weitergibt oder nicht. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Aber auf jeden Fall kommt er heute alleine. Nice. Das hast du gut gemacht. Und wenn wir Glück haben, dann ist er heute so voll, dass sie dieses Problem ein für alle Mal erledigt. Es wäre wünschenswert, ja. Naja, das kann man ja so nicht sagen. Also ich meine, naja. Aber lass ihn seinen Spaß. Hey, ich lasse. Der Sex muss ja wahrscheinlich gut, richtig gut sein. Goldene Vagina muss sie haben. Mhm. Aus reinem Gold. Schön. Soll ich eigentlich noch irgendwas machen oder bin ich jetzt eine Viertelstunde eher gekommen, um ein Bierfass hier hinzustellen? Du bist eine Viertelstunde eher gekommen, um in Ruhe mit uns noch ein Bier zu trinken. Das außerdem finde ich vernünftig. Außerdem muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht erwartet habe, dass du pünktlich bist. Kennst du mich doch? Ja, du bist immer so überpräzise, pedantisch quasi. Ja, daran liegt das nämlich. Wir können für den Fall, dass wir unten Party machen, noch irgendwann einmal den Second Floor aufräumen. Ja, kann man machen, klar. Sehr gut. Oder euch an die Tür stellen, eine geeignete Kandidatin für Gerd raussuchen. Das machen wir dann, sobald die ersten Gäste auftauchen. Nee, das muss ganz natürlich passieren. Ich will meine Hände danach in Unschuld waschen. Ja, ganz natürlich. Nee, warte mal, das ist alles ganz natürlich. Also, mir wird man nie irgendwas nachsagen können, bist du bescheuert. Besser ist das. Stell dir mal vor, Daria liegt auf der Feindesliste. Nee, ich will Daria schon nicht auf meiner Freundesliste, Junge. Ja, eben. Nee, wir gehen mal lieber aufräumen, bevor irgendwas passiert. Eben. Vermutlich betretet ihr das erste Mal diese Wohnung? Ja. Ich meine, die ist extrem unrenoviert. Die ist extrem unsaniert, so ja. Aber offenbar wurde da häufig was angefangen. Das heißt auch, die Zwischenwände sind zum Teil rausgebrochen worden. Und da sieht's einfach aus. Da ist auch Bauschutt teils, kann man sagen. Der hat da schon immer wieder mal was gemacht, aber sich auch offenbar häufig mal umentschieden. Und da ist einiges zu machen. Ja, wir machen das halt so, dass es halt eine rustikale Partygegend ist. Ja, vermutlich werdet ihr einen halben Raum oder so mit einem Vorhang abtrennen müssen, damit das nicht zu rustikal wird und den ganzen Schutt in ein Zimmer transportieren, was man dann nur abschließen kann. Das passt schon. Eben. Ja, aber da kann man irgendwas draus machen, das geht. Ihr habt auch noch ein bisschen Zeit. Vor allem, weil nicht 20 Uhr werden. Niemand kommt 20 Uhr. Sind wir doch mal ehrlich. Die kommen dann alle so ab 21 Uhr nach und nach. Am meisten Leute werden dann so gegen um 11 oder sowas kommen. Und da wird hier soffen. Dort, wo... Ich weiß nicht, ob ihr irgendwo einen Dance Room abgestellt habt. Vielleicht sind da ein paar Leute, aber meistens ist es. Dancen nicht so. Tut eh niemand. Die Leute sitzen irgendwo zusammen, quatschen und saufen und machen Quatsch. Wenn du einen Raum auszeichnest, gibt's häufig welche, die sich da. Das, aber vermutlich nicht bei dieser Feier. Es wird sich gut unterhalten. Gerd wird, soweit ihr das sehen könnt, erstmal nichts abkriegen. Saufen und so weiter, Party, übel geil. Man lobt häufig eure geile
Beleuchtung und überhaupt Einweisung. Ein paar Leute haben natürlich, weil sie dann länger unterwegs waren oder irgendwas, trotzdem erstmal Grillfleisch mitgebracht. Aber mein Gott, ihr habt einen Kühlschrank. Und dann, wir haben auch einen Herd, da könnt ihr es dann braten. Stimmt. Ihr habt einen Herd, da könnt ihr es braten. Ihr habt sogar, könnt es sogar, weil es ja kein richtiger normaler Ofen ist, könnt es da sogar eine Art backen. Es ist immer noch wie gebraten. Das passt. Und dann feiert ihr. Irgendwann sind die Leute dann nach und nach sich am Verkrümeln. Ich denke, so gegen um 5, 5:30 wird fast alles weg sein. Sophie wird vermutlich mit irgendeinem ihrer Freunde auf dem Dach sitzen. David am Regen? Hat aufgehört. Ach so. Und zwar exakt am 25. Am 25. Um 0 Uhr. Ja. Wie passend. Oh. Wir hatten vorhin gesagt, es wird regnen. David, wer ist denn noch da, mit dem du dich jetzt gerade dingst? Wer hält denn überhaupt so lange durch? Reagiert. Ist da noch, weil der will nicht zurück. Und Martin, der sitzt halt schon recht angetrunken, fast schlafend daneben. Okay. Mann, das war, also das jetzt geehrt. Da habt ihr aber echt, ich hab zwischendurch mal gezählt, 70 Leute habt ihr reinbekommen. Gegen um eins. Das war schon ziemlich heftig. Wo ist er? Also ich hab die mitgezählt, die auf der Treppe saßen und geraucht haben. Und ich hab die mitgezählt, die bei euren Nachbarn irgendwie noch halb mit drin saßen. Die dann irgendwann eine Tür aufgemacht haben. Na, cool. Also dass es so viele werden, hatte ich jetzt eigentlich auch nicht erwartet. Keine Ahnung. Ich schon. Aber könnt ihr euch auch, könnt ihr irgendwie ein paar Kerben irgendwo reinschnitzen, was euer Rekord ist? Sehr gut. Und dann, wenn ihr irgendwann das trotz schlechtem Wetter. Ja, und wenn dann irgendjemand ihr auszieht, dann hat der Nächste gleich was, an dem man sich messen kann. Das ist eine sehr gute Idee, wir malen das irgendwo auf. Muss ich Sophie vorschlagen. Dann hat die bestimmt noch irgendwo einen freien Fleck. Aber die nicht vollklasse. Wie ist denn das malen? Na, ganz einfach. Man nimmt so quasi eine Strichliste, Party 1. Strichliste, top, 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 top. Und dann hat man ein Datum. Das meinst du mit malen? Schreiben? Ja. Ah, ja, okay. Naja, ich würde das schon mit Strichlisten machen, weil das sieht einfach awesome aus, wenn da so 70 Striche sind. Ach so, okay. Na, so Rekord 1, ja. Dann Rekord geschlagen, dann durch die Party an dem Tag. Dann macht man halt wieder einen ganzen Haufen voll mit Strichen. Wenn ihr das nur überbieten wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall was einfallen lassen, also wie ihr da überhaupt noch Leute reinkriegt. Ja, der Garten war ja komplett noch leer und der Partyraum unten. Ja, aber das zählt doch nicht, das wird, aber der Garten wird jetzt echt nicht mitgezählt, so WG-Party, das zählt nicht. Was, natürlich. Das ist langsam Herbst, da wird nichts mehr mit grillen, also vielleicht nochmal. Garten-WG-Partys gehen auch natürlich zur WG-Party. Das zählt nicht, weil das ist unlauteres Dings hier, Wettbewerb, weil die anderen können sich ja nicht vergleichen, weil die nicht zwingend immer einen Garten haben. Das kannst du nicht machen. Das ist ja wie, als würdest du zu den Paralympics gehen. Ja, aber die Leute, die nachkommen, also die Nachmieter, die haben denselben Garten ja zur Verfügung dann. Ja, da müsste ich wirklich noch mal in den Statuten nachgucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das so geht. Da müsste man sich noch mal das Regelwerk genau durchlesen. Also ich habe die Regel nicht gemacht, aber das Gebäude gehört zum... Aber ich! Der Garten gehört zum Gebäude. Nicht gehört, ja, das ist doch... Guck mal, wie groß der Garten ist. Das ist ja dann nochmal das doppelte, dreifache eurer Wohnung. Das ist ja echt, komm. Ja, und dann da kann man da auch nochmal so 150 Leute draufpacken. Ja, aber das ist ja... Wie viele Leute wissen du kennen? Das müssen ja trotzdem noch zumindest entfernt... Also der Bekanntschaftsgrad darf nicht mehr als über 4 Ecken sein. Ansonsten ist es ja wirklich komisch. Puh, 4 Ecken, das kriege ich hin. War das nicht so, dass man für jeden Menschen auch über 6 Ecken kennt? Grob? Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist eins dieser
dieser Bullshit-Sachen, die sich die Leute erzählen, so wie sowas wie von Impfung kann man Autismus kriegen. Ich glaube, das ist ungefähr gleich wahr. Es ist eine Statistik, quasi. Das ist eine statistische Hochrechnung. Mhm. Ja, Statistiken sind ja relativ schwer zu fälschen und schwer komisch zu interpretieren. Das ist ja allgemein bekannt auch. Genauso wie Autismus und Impfe. Das ist auch total schwer zu widerlegen. Cool. Und wenn wir überhaupt gerade dabei sind, sollten wir eigentlich auch erstmal eine Mauer bauen, damit keine dreckigen Nachbarn in eure Bude kommen. Ja, ja. Was? Ich mag meine Nachbarn, die sind ziemlich cool drauf. Ja, aber die vergewaltigen deine Frauen und klauen deine Autos und nehmen dir die Arbeit weg. Die kommen dann zu dir und spülen dein Geschirr. Ja. Warte mal, ich komme aus dem Westen. Wir hatten gute Erfahrungen mit der Mauer. Ich weiß nicht genau, aber die wirklich eigentlich hatte. Ja, schon. Aber nur, weil die DDR sich nie entschieden hat, den Westen anzugreifen. Denn am Wochenende wäre die auch völlig schutzlos gewesen. Sagt mein Opa mir heute noch. Ja, das ist Gott, richtig. Jedes Mal furchtbar. Jedes Mal höre ich mir die Scheiße an. Zur NATO-Pause quasi waren wir völlig hilflos. Ja, und dann höre ich mir als nächstes an, ach, und du warst ja nicht mal beim Bund, Junge, da hältst du dir aber mal. Toll. Ja, warum eigentlich nicht? Verweigerer, du. Ja, du warst doch auch nicht. Psst. Was soll denn das jetzt? Abgesehen davon bin ich überhaupt kein Verweigerer, so alt bin ich nicht. Ich bin genau wie du. Einfach nur glücklich geboren, ein bisschen später. Und ich meine, in den letzten Jahren, wo sie noch eingezogen haben, das, was ich von meinem Cousin mitbekommen habe, da sagt man, oh, ich besitze hier, na, Rückenschmerzen und einmal im Monat, da habe ich auch Kopfschmerzen und dann habe ich einmal im Leben Bier getrunken und einmal gekifft. Oh, bin ich jetzt T5? Schade. Tja, weil das alles Lurche sind. Nee, weil die keinen mehr wollten. Uns hätten die bestimmt übergenommen. Ach, hätten doch gefragt. Wenn ich da gesagt hätte, wie ich Kopfschmerzen habe, da hätten die mich nicht genommen. Ich dachte, die Kopfschmerzen hast du erst seit kurzem. Bitte? Ich dachte, die Kopfschmerzen hast du erst seit kurzem. Wieso, ne? Ja, also ich hatte nie viele. Das ist ja nur für die, damit die mich aus... Ach so, so. ...hasse. Aber nee, wir hatten das erzählt? Ich habe eigentlich nichts. Ich dachte, Daria hätte das mir irgendwann erwähnt. Hä, nö. Also, hat sie vielleicht, aber vielleicht hast du dich auch einfach verhört. Das kann natürlich sein. Manchmal tue ich das ja. So ist das ja nicht. Oder man erinnert sich falsch nach dem 5. Bier. Was ist denn eigentlich hier mit diesem Pfeffi und dieser Kirsche? Die sind beide nur 3/4 leer. Ja, dann nehmen wir den Deckel hier, so. Dann schmeißen wir den in die Ecke da. Und jetzt ist der Deckel weg. Oh. Die Flasche muss er wohl leeren. Eben. So, dann gießt ihr mal ein. Achso, na, ich dachte, die Gläser stehen übel weit weg und ich habe Martin auf der Schulter und wir saufen das einfach aus der Flasche. Oder so. Dann gibt es jedenfalls auch keinen Strafschnaps. Ich dachte jetzt eigentlich, wir machen die Kirsche zum Strafschnaps und Maya eine Runde. Oder wir saufen einfach die beiden Flaschen aus. Ja, saufen ohne Grund ist schon... Es ist halb... Hä? Habt ihr eine Feier gerade oder nicht? Es ist 5:30, da wird auf jeden Fall nicht mehr irgendwie gemeiert. Das ist perfekt. Warte mal kurz. Haben wir noch? Haha, wir haben noch 2 Dosen Bier hier. Wir können Bierdaten. Oder wir saufen einfach diese Flaschen aus. Ja, nee, wir daten jetzt mit Bierdosen. Warte mal kurz. Oh, ich finde gerade mein Handy nicht. Lass doch einfach diese Flaschen jetzt aussaufen. Ja, jetzt trinkst du jetzt schon das dritte Mal, ohne mir die weiterzureichen. Naja, weil du die ganze Zeit nur Scheiße da warst hier, bitte. Ich muss mir eine Alternative suchen, weil du mich ja, ich hab so einen trockenen Hals. Dankeschön. Ja, und ich muss sie austrinken, bevor du mich noch zu irgendeinem Spiel überreden willst. Ah, Bierdart ist ein super Spiel. Ich hasse alle Trinkspiele. Ich will keinen Grund haben müssen zu saufen. Ich will einfach das Zeug in mich reinkippen.
Ja, dann immer dieses Rumgemache hier, jetzt musst du ein Bier trinken. Ich will aber auch einfach so ein Bier trinken, du esse Schwein jetzt ja damit. Dafür hat man ja so ein Nebenbei-Bier. Ja, okay. Meinetwegen. Damit kann ich leben. Na guck. Martin wird jetzt aus dem Halbschlaf aufschrecken, irgendwo seinen Körper abtasten. Er wird in seine Hose greifen, unter den Gürtel und sein Handy rausholen. Ja, warte mal, das ist ja auch irgendwo falsch. Hallo? Was? Ja, der ist noch da. Der säuft gerade Pfeffi und Kirsche. Warte mal. So redest du aber mit dem. Er hält Gerd das Handy ans Ohr. Dort, wo er sein Ohr vermutet. Er hört sich nur unwesentlich. Du hörst natürlich deswegen auch aus dem Lautsprecher eine nicht besorgte, aber doch eher erzürnte Frauenstimme. Ich muss aber hier gerade noch helfen, dass hör doch nicht auf den, der ist doch komplett besoffen. Willst du jetzt auf den hören? Nein, mein Handy ist mir vorhin aus der Tasche gefallen und dann hat das Sophie erstmal das ist ein Typ, den wir Sophie nennen. Nein, Mann, natürlich ist die da, die wohnt hier, das ist aber, Mann, aber nein, das ist alles in Ordnung, das ist jetzt eh leer, aber ich muss dir noch aufräumen helfen, weil der Inne hat's übertrieben. Die können sich immer alle nicht benehmen. Ja. Magst du mal mit anpacken da vorne? Du, ich muss jetzt, ich bin in ein paar Stunden dann da, ja? Achso, du fährst dann schon. Wir sehen uns heute Abend. Ich mach dann die Wohnung, bevor du zurück bist. Ja, komm, bis dann. Hörst du ihn noch machen? Bevor er Martins Handy ebenfalls in die Ecke pfeffert. Und ich sag mal, da vorne hilft. An der grünen Flasche ist er immer Hilfebedarf. Sehr gut. Die leert sich ja nicht von selbst. Eben. Na, Hoppala, was hat sie denn gehabt? Ah, naja, ist ja jetzt schon später. Ich dachte ja auch nicht, dass ich hier so lange bleibe. Ja, und ein vernünftiger Männerabend, so wie er war, dann kann da auch mal Männerabende gehen nie so lange, weil sich dann immer alle schon völlig hemmungslos besaufen und um zwei spätestens nicht mehr können. Nun gut, ich würde jetzt widersprechen, allerdings Ja, aber wenn keine Frauen da sind, dann säufen doch alle viel schneller. Das war wir legen halt ja auch kein Frauentempo vor, ne? Nee, dann sind halt einfach alle hemmungslos und schämen sich nicht dafür, wenn sie es wie Martin die Klotür offen lassen, wenn sie gerade pissen. Weißt du? Ja, klar. Und deswegen läuft dann alles viel schneller. Apropos. Ja. Ich geh jetzt pissen, dann gehe ich mich duschen bei euch und dann saufen wir weiter. Ich brauche das auch gerade. Ist das irgendwie alles schmuckig. Das klingt nach einem super Plan. Geil. Ja. Ich trinke noch so ein oder zwei Schnäpschen. Ja, in der Dusche. Ach, ja, das ist in Ordnung. Und Bier. Ja, gut. Du bist ich dann. Warte. Ich gebe ihm quasi, bevor er in der Dusche verschwindet, gebe ich ein Handtuch und ein Bier mit. Das ist ein Duschbier. Das ist gefälligst leer, wenn du ja aus dem Dusche da bist. Ich hab noch nie was Dummeres gehört, da läuft er dann. Na gut. Du musst halt schneller trinken. Er wird's halt einfach danach austrinken, das kannst du ja nicht prüfen, das passt schon. Ja, es ist, Ein Nachduschbier ist auch nicht schlecht. Er wird sich wenigstens dran halten und nicht mit einem Tropfen noch in der Flasche rauskommen, das ist ja schon mal was. Sehr gut. Dann wird er vermutlich, aber nach der ganzen Sache, nur mit dir noch ein bisschen trinken und ziemlich abstürzen. Aber das dauert ja jetzt noch ein bisschen. Sophie! Ja. Da es aufgehört hat zu regnen, kann man sich einfach eine Decke unter den Arsch klemmen und aufs Dach packen. Cool. Außer Sir William Van Eyck Fisher. Wer ist denn noch da?
vermutlich entweder Hendrik oder Thorsten. Ich vermute eher Thorsten. Wer ist nochmal was? Hendrik ist der Barkeeper und Thorsten ist der Bahnangestellte / Straßenkünstler / Zäune, auf denen steht, betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder, stellen für mich kein Hindernis dar. Das ist ein unständlicher Spitzname. Und wer hast du gesagt, ist noch so? Thorsten, wahrscheinlich. Und Torben, sehr gut. Torben? Ich muss bei dem Namen Thorsten einfach immer an Cold Mirror denken. Das ist halt einfach furchtbar. Ja, okay, der noch. Gut. Wollen wir die Tage mal uns an die Schablone setzen? Ja. Ach nee, scheiße, warte mal. Ach nee, doch, passt ja noch alles. Cool. Wir können das tatsächlich bei mir machen, wir können es nur nicht bei mir trocknen. Na, wenn wir es bei dir machen, aber nicht bei dir trocknen können, ist da ein Problem. Nee, die Schablone können wir bei dir machen, meinst du? Ja, genau. Oh. Die machen wir dann irgendwie dreiteilig und kleben die zusammen, bevor es losgeht. Ja. Ja. Aber trocknen können wir das wahrscheinlich hier. Ich habe ja gesehen, ihr habt einfach mal eine ganze zusätzliche Wohnung. Ja. Und da ist eigentlich nie jemand drin. Ja gut, da sah es aus, als wäre da häufig jemand drin gewesen. Ja, weil Roland da immer irgendeinen Kram mitmachen will und dann will er das doch nicht und keine Ahnung. Und selbst wenn ich dem sage, pass mal auf da, dann hält er die Fresse und dann ist gut. Ach so. Ich habe auf jeden Fall vorhin ein Schuttmosaik reingesetzt. Leider ist es tatsächlich das schlechteste Hitlergesicht, das ich je mit Schutt gemacht habe. Warum? Keine Ahnung, ich habe einfach nicht das richtige Zeug gefunden. Was? Ja, das ist halt... Haben sich die Steinchen wieder verabschiedet. Das machen die gerne, wenn du irgendeine Scheiße mit denen machen willst. Das ist voll lustig. Nee, das war einfach zu homogen, das was da rumlag. Ich hätte mehr Texturen gebraucht und die hatte ich einfach nicht. Beim nächsten Mal. Du kannst es ja noch verbessern. Du musst ja wissen, wie es geht. Immerhin studierst du das. Klar. Deswegen kannst du auch Züge fahren. Immerhin arbeitest du ja bei der Bahn. Hä? Ja. Du denkst ja nicht, dass unsere Züge noch gefahren werden. Von Menschen? Nee. Die Leute, die da drin sitzen, können auch keine Züge fahren. Die können nur auf die Notbremse drücken im Wesentlichen. Siehst du? Und ich kann keine Hitlergesichter machen. Das ist schwach. Also ich meine, ich kann Fahrkarten kontrollieren und das ist mein Job. Das könnte ich bestimmt auch. Also da würde ich aber jetzt mal ganz starke Zweifel, muss ich sagen. Du würdest nach 3 Tagen rausgeschmissen werden, weil du einfach jedem Schwarzfahrer sagen würdest, ach du, beim nächsten Mal denkst du aber dran, ja? Was? Ja, ja. Nur bei denen, die ich leiden kann. Als ob du jemals jemanden... Oder du würdest jeden Zug stürmen lassen vom GSG 9, wenn du einen schlechten Tag hast, wenn sich wieder irgendjemand weigert, dir dann einen Personalausweis zu geben oder so. Das klingt viel mehr nach mir. Ich muss sagen, einmal habe ich einen Zug anhalten lassen und die Polizei kommen lassen, weil der Typ so ein Wichser war. Du Spießer. Na, normalerweise ist es ja alles kein Stress. Und man kann ja auch über manches hinwegsehen. Und wenn du mal wieder so einen Arsch hast, der einfach bis zur nächsten Haltestelle sich weigert, die Personalien zu geben und so, dann denkst du dir, ah, ein dummes Schwein, und lässt es dann bleiben.
Aber der war halt einfach so ein Arsch, dass ich mir gedacht habe, du wirst jetzt schön noch zusätzlich bezahlen, was die Bahn an Verlusten macht, weil der Zug steht. Der war halt wirklich ein Wichser. Ist ja okay. Und wenn man da nicht, ich meine, die Erziehung hat bei ihm versagt und irgendjemand muss sich ja dann die Aufgabe machen, den auf den richtigen Weg zu bringen, bevor ne? Das ist diese Seite an dir, die ich schon immer komisch fand. Okay, ich war einfach berauscht von meiner Macht. Bist du jetzt zufrieden? Das kann mal passieren, wenn man so viel Kontrolle über die Menschen hat. Jetzt bin ich zufrieden, immerhin hast du mir jetzt die Wahrheit gesagt. Ja, es ist einfach... Du fandest es einfach geil. Du hattest schlechte Laune, der Typ war ein Arsch und du fandest es einfach geil. Ja, sein Leben in Händen zu halten, Alter. Das sollte man wirklich nicht jedem überlassen. Deswegen haben wir die strengsten Auswahlkriterien, Mann. Erweitertes Führungszeugnis und so, ne? Ich verstehe. Strenger. Okay. Du musst die 4 Tests der... die 4 Tests der Korruption bestehen. Und die versagen. Von denen hört man auch nicht mehr. Oder hast du jemals von jemandem gehört, der gesagt hat, ich habe eine Ausbildung bei der Bahn gemacht und die nicht geschafft? Ich frage mich jetzt, ob die Kriterien so hoch oder so tief liegen. Das ist schön, denn das war der Witz einer Sache. Aber gut, dass du noch mitkommst. Ja, es ist spät. Das fällt mir gerade ein bisschen schwerer. Nee, das erspart mir dann auch das Problem, was ich haben könnte, wenn ich mir überlege, wenn du jetzt nicht mehr in der Lage bist, irgendwie mitzukommen, wenn ich dich wieder diese Leiter runterkriege. Nee, von dem Zustand, dass ich diese Leiter nicht mehr runterkomme und auf dem Dach pennen muss, bin ich noch exakt 3 Bier entfernt. Zum Glück haben wir keine 3 Bier mit hochgeschleppt. Jo. Das dachte ich mir auch. Ihr hört übrigens aus eurem immer offenen Klofenster gerade jemanden sich herzhaft übergeben. Lass alles raus, ruft Sophie. Mann, da ist echt immer noch jemand da, oder ist das David? Nee, glaube ich nicht, der kotzt anders. Der kotzt anders, ach so. Naja, der kotzt anders. Ein kurzer Connoisseur. Nee, der fiepst immer dabei. Der fiepst immer dabei. Was? Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Obwohl, ja, doch. Ich weiß auch nicht, ich kann das gar nicht nachmachen. Das ist so ein ganz merkwürdiges Geräusch, was der da immer von sich gibt, wenn der kotzt. Wie ein kleines Mädchen oder wie ein Meerschwein? Ja, wie ein Meerschweinchen. Schön. Ja. Schon irgendwie. Ich habe übrigens schon 2 Plakatwände, die sich auf jeden Fall lohnen. Wo? Sie zeigt ihm das auf einem Stadtplan auf ihrem Handy. Da und da. Das sind die 2 großen Straßen. Also da, das eine ist die Straße zur B100. Also von der B100 nach Halle rein. Klar. Und das andere ist, wenn du von Halle Neustadt aus von der 38 irgendwie runterkommst, irgendwie dann in die Innenstadt rein. Nee, das können wir nicht machen, da liegt zu viel Strecke dazwischen, das schaffen wir nicht in der Nacht. Okay. B100 und dann können wir noch irgendwo Richtung mehr Innenstadt gehen oder so. Paulusviertel und sowas. Na gut.
Paulusviertel bei den ganzen Spießern dort, das könnte ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Alles klar. Außerdem, da dann bei der Luwu, bei dem einen Griechen da, da hängt auch schon ein richtiges Wahlplakat von der FDP. Und wenn wir da direkt was drüber packen, das wäre da eigentlich, das würde sich ja quasi auch, ne? Du meinst, es ist die perfekte Grundlage. Ja, das ist, ist auch stimmig einfach, inhaltlich dann. Es klebt ganz besonders gut. Ich glaube, das ist das durchaus bescheuertste, was ich mir bisher überlegt habe. Hier, bevor du dann plötzlich sagst, ich wusste von nichts, du weißt, dass es in der Tat massive Geldstrafen nach sich zieht, wenn man irgendwann mal deine kleinen dreckigen Griffel damit zurückdrauffiert, ne? Welche Griffel? Ich besitze keine Hände. Ich habe noch nie Hände besessen. Okay, also du weißt das. Obwohl, bei dir ist es ja egal, weil das deinem Ruf eigentlich nur dienlich sein kann. Na klar. Da muss man auch mal finanzielle Einbußen auf sich nehmen. Das ist ja eher eine Investition als Künstlerin. Wenn du da nicht irgendwie in deiner Biografie ein paar richtig abgespacete Sachen hast, dann wird das ja gar nichts. Ja. Das wird die Deutsche Bahn sicherlich ähnlich sehen. Ja, ja. Du willst jetzt nicht kneifen, oder? Das ist meine Idee. Bist du bescheuert? Am Ende machst du das alleine oder was? Fick dich. Ich hätte es alleine gemacht. Fick dich, das ist meine Idee. Das ist hier Urheberrecht und Copyright und aufs Maul oder was? Ich sehe nicht, dass da irgendwo was patentiert ist. Na doch. Deswegen war ich ja Mitmacher. Gut. Außerdem ist mir das zu anstrengend, den ganzen Kram da alleine dran zu patschen. Deswegen brauche ich dich. Oder du mich, um die Schablonen fertig zu machen. Das stimmt. Und um sich gegenseitig ein bisschen Mut zuzusprechen vorher. Wie sieht denn das aus? Wollen wir... Mir ist kalt. Anders, mir ist kalt. Ich werde jetzt also in eure Bude gehen und da noch ein Bierchen trinken. Wenn du hier alleine sitzen bleiben willst, dann machst du das. Nee. Gut. Die beiden werden dann auch runterkommen. Martin ist inzwischen gegangen. Er hat... Nachdem er gekotzt hat. Martin war das nicht. Oh, ausgezeichnet. Das Gespräch war ein bisschen später als dein Gespräch. Martin ist inzwischen gegangen und hat nicht sein Handy mitgenommen und auch nicht das von Gerd, aber er hat offenbar noch ein anderes gefunden, von dem er zumindest überzeugt war, dass es seins war. Und, ja, Gerd, der ist immer noch auf dem Klo. Ausgezeichnet. Man hört zwar nicht mehr ganz so häufig was, aber man will ja nie. Ja, lass ihn laufen. Oder lass es bei ihm laufen, je nachdem. Eure Wohnung ist nicht direkt ein Schlachtfeld, aber sie hat eine Party mit 70 Leuten überstanden. Läuft. Ach und da, Daddy, du weißt selbstverständlich, dass hier drin wird aber nicht geraucht, halbe Treppe und so. Ungefähr bis 1:20 Uhr gehalten hat. Und dann habe ich die Leute also angefangen, persönlich rauszuschmeißen. Nee. Ich glaube, danach hast du es einfach nicht mehr zwingend gemerkt, als es anfing und als es einmal angefangen hatte, hattest du keine Chance mehr. Eure Wohnung besitzt ja auch nicht. Also ich meine, in Deutschland sind ja in jeder Wohnung Rauchmelder verordnet. Braucht ihr nicht. Ich meine, ihr habt echtes Feuer an vielen Orten mit Gas in diesem Butzding, aber das ist ja erstmal unerheblich. Also Rauchmelder sind ja auch tatsächlich was für Muschis. Aber unsere Wohnung verfügt über eine natürliche Lüftungsanlage mit Namen Fenster. Das stimmt, ja, ja. Die könnte man aufmachen. Na, sicherlich waren die zwischendurch immer mal auf. Nein, nur falls David jetzt weint.
I'm not happy with that. Hey ho. Hey ho. What's up? Aufräumen und Gerd ist am Kotzen. Bist du bescheuert, dass morgen, wenn überhaupt, was ist mit Gerd? Gerd ist am Kotzen. Ja. Das Aufräumen abends ist immer das Beste, weil dann ist man nämlich noch betrunken. Aber leg den Arm Junge einfach aufs Sofa, dann soll der hier pennen. Der soll sich erstmal auskotzen. Das klingt echt vernünftig. Ja, und dann können wir weitersaufen. Ist ja alles gut. Ja, der hört sich so an. Ja, das, wenn da gleich nur noch Galle rauskommt, dann ist alles gut. Nee, dann ist meistens nicht gut. Wenn die Galle dann wirklich rauskommt, dann geht's mir immer ziemlich dreckig, muss ich sagen. Auch noch länger. Ja, ja. Dann wird der wieder aufgefüllt mit Spiegelei und Speck und dann geht's ihm wie bald wieder besser. Aber ihr habt keinen Speck. Wir haben noch Grillfleisch. Genau. Nee, habt ihr auch nicht. Haben wir auch nicht mehr. Ich dachte, wir haben noch welches. Habt ihr das nicht gemerkt gestern? Hm? Na, da war so ein kleines Gör und das hat nach und nach das ganze Grillfleisch weggenommen. Also nur das, was noch nicht gebraten war. Ach so. Das, was noch nicht gebraten war. War ziemlich spät für die. Aber ich hab mir gedacht, ich wohne ja hier nicht. Also. Ja, die Kleine ist cool. Ja, keine Ahnung. Aber die hat das bestimmt irgendwo gebunkert. Da ist bestimmt noch 4 Kilo übrig. Ja. Mistkröte. Kann man so verfressen sein? Keine Ahnung, die frisst auf jeden Fall ziemlich wie ein Bienenscheundrescher. Nee, das kann die ja gar nicht alles gegessen haben. Das wird sie ja irgendwo. Ja, das wird sie irgendwo gebunkert haben. In ihre Wohnung geschleppt haben. Und da könnt ihr jetzt sagen: Hier, reden Sie mal mit Ihrem Kind, das geht ja gar nicht. Und wo ist mein verdammtes Fleisch? Ja, wir können das auch einfach lassen, weil wir sind gerade eingezogen und die sind ganz cool. Wir konnten hier und eine richtige. Und die hat euch bestohlen? Du kannst jetzt da kannst du doch nicht durchgehen lassen, dass sie dir 5 Kilo Fleisch wegklaut, oder was? Morgen. Eben, wenn überhaupt morgen. Heute regne ich da bestimmt nicht mehr. Und selbst dann, es war ja sowieso Bring and Share. Aber morgen kann ich mir das doch gar nicht angucken. Siehste? Ey. Dann lohnt sich das hier, ja auch nicht. Hier, ich hab noch ein bisschen Kirsche. Nö, Trink. Danke. Rummeckern, so aber nicht trinken wollen. Der Deckel, ich hab das gar nicht rumgemeckert. Siehst du hier irgendwo den Deckel? Nee, den hast du ja auch in deiner Hand. Ich schmeiß ihn halt Richtung Mülleimer. Der Deckel ist weg, die Flasche muss leer. Dann wünsche ich dir einen Judendurst. Was bist du denn für einer? Trinkt dein Freund nicht? Klar trinke ich. Na guck. Dieser Zwang immer, Alter. Was? Und außerdem muss ich in 7 Stunden arbeiten. Guck auf die Uhr, warum fängst du mittags an zu arbeiten? Na, weil da meine Schicht anfängt. Na, Mann. Mit den Schock solltest du erstmal trinken. Das stimmt. Aber das mache ich dann lieber abends, heimlich und einsam, vorm Fernseher. Oha. Das ist der einzig richtige Weg, das zu tun. Ja, während des Gesprächs trinke ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und zu viel lädst du nicht ein, oder was? Ja, natürlich. Die Flasche ist hier. Ich hab das gerade in die Runde gedrückt. Quasi. Die hat noch Bier. Ich bin noch versorgt, David. Ja, pff. Man kann nie genug trinken. Doch, kann man. Niemals. Doch, kann man. Außerdem muss ich gleich mein Plan für den heutigen Abend sah vor, dass ich was trinke, das habe ich getan. Dass ich
in Ruhe irgendwo rumgammeln mit irgendwelchen Leuten. Das habe ich auch getan. Ich werde jetzt vermutlich noch ein bisschen weiter gammeln, je nachdem, wer wann wo noch ist und wen ich noch über irgendwo finde. Und irgendwann werde ich dann gerade betrunken genug, dass sich alles dreht, aber nicht so betrunken, dass es wirklich unangenehm wird, ins Bett gehen. Werde mir morgen denken, oh, ein Bier hättest du aber weglassen können. Und das als Ausrede benutzen, um den ganzen Tag faul rumzugammeln und überhaupt nichts zu tun, außer in meinen Schlafklamotten durch die Gegend zu schlurfen und irgendwelche Reste entweder wegzuschmeißen oder noch zu essen, wenn sie noch essbar sind, die ich in der Wohnung noch finde. Das ist mein Plan. Wie macht ihr das eigentlich, wenn sie es dreht, könnt ihr jetzt gar keinen Fußanker mehr auswerfen? Oder macht ihr das dann gegen die Decke? Nee, aber an der Seite kann man sich immer ganz gut festhalten. Okay. Das geht alles. So, hier. Ich finde meinen Plan echt gut. Nimm mir mal die Flasche hier ab. Was? Ich nehme dir keine Flaschen ab. Na, ist ja wie, die ist auf den Halb mal kurz reingefallen. Bist du bekloppt? Ja, dann musst du jetzt, hättest du doch reintrinken, das ist richtig, aber... Siehst du? Nee, deswegen nehme ich dir grundsätzlich keine Flaschen, die du mir jetzt anbietest, nehme ich noch in die Hand. Ja, aber alleine trinken macht betrunken. Ich trinke doch noch, ich habe doch hier noch mein Bier. Das ist übrigens das letzte Bier, das ich heute trinken werde. Ist ja auch keins mehr da. Na doch, das wurde aber noch eins. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh, natürlich. Möchtest du noch ein Bier? Nee, danke. Außer diesen ganzen Halben, die Leute wieder hingeschnitten. Ich hasse das. Das ist das Schlimmste. Sich nehmen, hinstellen, schnacken, vergessen, dass das Bier stand, neues nehmen. Nee, yep. Idioten. Die schmecken jetzt bestimmt auch alle richtig lecker. Aber hier, dein Kumpel würde dann irgendwann noch eine Grundlage brauchen, wenn er fertig mit Kotzen ist. So, Leute. Es war schön. Aber ich muss in 7 Stunden arbeiten und ich werde mal gucken, was ich noch retten kann. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Haut rein. Jo, bis die Tage. Rufst du mal an, wenn und so weiter. Also, ich helfe euch noch kurz beim Aufräumen. Er wird irgendeine Plastiktüte, die rumliegt, sich nehmen, so viel Müll reinpacken, wie er auf dem Weg findet und dann die mit runternehmen. Krasser Shit. Der Typ. Was mit dem? Ja, der hat mitgemacht und der hat geholfen. Sehr gut. Ja. Hätte durchaus ein bisschen mehr trinken können. Also, ich verstehe das sogar. Ich habe dann auch schon richtig besoffen erlebt, aber... nicht, wenn der arbeiten muss. Das ist wohl richtig. Das kann ich sogar verstehen. Musst du morgen arbeiten? Nee. Er drückt die Flasche in deine Richtung. Ich nehme die Flasche trotzdem nicht an. Ich habe dir meinen Plan doch erläutert. Ich bin gerade betrunken genug, dass es mir morgen ein bisschen scheiße gehen wird und scheiße genug, um zu sagen, oh ne, heute machst du nichts mehr. Das ist der perfekte Plan, David. Der perfekte Plan. Wenn das mal nicht schief geht. Nee. Es ist immer so, wenn man sich Pläne macht, dann gehen die immer schief. Das ist immer kacke. Nee. Stell dir mal vor, du hast morgen den ganzen Tag einen Kater. Wie kacke wäre das denn? It's the perfect plan. Meinst du? Na gut. Definitely. So, dann mache ich die halt leer. Ist auch okay. Ich mach die Flasche halt. So, dann kann die nämlich jetzt auch in die Kiste da. Und dann kann ich hier aufräumen. Und der kleine Schuft von unten hat einfach alles aufgefressen. Strange. Ja. Das ist genauso wie mit dem, als sie sich vorgestellt haben. Kannst du dich noch daran erinnern? Es ja. Gab ja irgendwie so ein
Was war das? Das war irgendwie so eine Keule Fleisch. Die hat die einfach weggeputzt. Nee, das war eine Wurst, eine komplette. Völlig bekloppt. Also nach menschlichen Standards hätte sie diese Riesenwurst nie essen können. Ihr habt nur gesehen, wie sie reingebissen hat durch die Haut. Mehrmals. Mit großen Happen. Nicht mein Problem. Ja, das ist so richtig. So, mein Bild. Das Fleisch ist ja sowieso umsonst gewesen. Beziehungsweise gratis. Da war es jedenfalls nicht umsonst. Ja, mein Bier ist jetzt trotzdem leer. Ich gehe jetzt ins Bett. Hier ist nämlich keiner mehr, mit dem ich noch rumgammeln könnte. Ja. Und sorg mal dafür, dass dein Kumpel endlich die blöde Kuh in den Wind schießt. Yeah. Muss er selber machen. Wir können es ihm nur anraten. Die hat gerade eben schon wieder angerufen. Oh nee. Dabei habe ich ihm irgendwann abends das Handy abgenommen. Ohne dass er es gemerkt hat. Und er hat das Akku rausgenommen. Cool. Jo. Aber sie hat irgendwann dann bei Martin angerufen und ihn darüber erreicht. Sorgt man dafür, dass der hier pennt. Ich glaube, das tut ihm ganz gut. Außerdem wird der, so wie der sich anhört, eh den ganzen Tag der wird eh nicht mehr wundersinn. Ich sag mal so, der wird irgendwann ein paar Minuten ziemlich bleich und einigermaßen zitternd da rauskommen. Also, ja. Das Schlimme an eurem Bart oder eurer Bartsituation ist ja, dass, wenn man sich heftig übergibt, ne, man danach nicht zum Waschbecken gehen kann direkt, sondern man muss erst aus dem Bad raus, den Walk of Shame machen und dann findet man das erst nächste Waschbecken. Das ist nicht schön, glaub mir. Tja. Na, schön gekotzt? Oh. Möchtest du noch was? Wir haben noch ein bisschen Bier und davon ist, glaube ich, noch eine Mische drin. Du bist so gemein. Das ging den Geschmack. Ja, ich lege mich nochmal ganz kurz hin. Und dann geht's in ein paar Minuten weiter. Ja, sehr gut. Dann hier vorne. Da vorne ist eine Couch. Stell dir einen Eimer davor, ne, für den Fall. Er legt sich gut einen Meter neben die Couch. Sieht bequem aus. Läuft. Ich stelle ihn einmal daneben. Komm, wir legen den mal auf die Couch. Nee, lass mich mal hier liegen, Alter. Ich will nee, wenn da, ist alles scheiße, wenn er so weich ist. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ja, aber dann kannst du nicht so geil in den Eimer kotzen, wenn du kotzen musst. Ja, dann geht noch hier kotzen und ihr muss genau kotzen. Richtige Einstellung, alles andere wäre Verschwendung. Du weißt ja, alles, was man auskotzt, wird morgens wieder getrunken. Wir warten jetzt einfach 5 Minuten, bis der pennt. Dann legen wir den auf die Couch. Ich penne nicht, ich ruhe mich nur ein paar Minuten aus und dann geht's weiter. Jo. Sophie geht kurz in ihr Zimmer und macht sich Bett fertig. Kommt dann wieder zurück. Der wird es nicht schlafen, der kann es nicht schlafen, dem geht's schlecht. Okay. Sie stellt ihm irgendwie noch eine Flasche Wasser dahin. Das ist zum Beispiel ein guter Zug. Und erstmal ein Glas Leitungswasser irgendwie ohne Kohlensäure oder sowas. Ja. Gut. Ihr kümmert euch um den. Und wir machen erstmal Schluss. Der kriegt auch eine Decke und so. Das ist nett. Die hätte er sich sogar noch irgendwie runtergezogen, wenn da einer war, aber da war keiner. Okay, passt. Sehr schön.